Hallo, mein Name ist Martin Neik. Erstmal herzlich willkommen, alle, die zuschauen, auch diejenigen, die hier sind und zuschauen wollen, live dabei sind. Warum sind wir heute hier? Ich habe mir grundsätzlich gedacht, beziehungsweise hat mich eigentlich der Michael Vogt gefragt, den ich in Barcelona kennenlernen durfte, ob wir denn nicht mal vorstellen wollen, was wir denn alle so machen, ja, mit unserem Dienst, was wir an Analysearbeit machen und so weiter. Ich denke, gerade während der Weltmeisterschaft in Barcelona ist auch der ein oder andere auf uns aufmerksam geworden. Und deswegen wollen wir einfach mal heute die IB Days hier nutzen, um uns vorzustellen, um unseren Ansatz vorzustellen, um vorzustellen, wie wir mit dem Markt arbeiten, was wir alles machen und auch mal in Kleinigkeiten einfach mal reingucken, ja, damit der ein oder andere ein besseres Gefühl bekommt, was steckt da eigentlich dahinter und wie funktioniert das Ganze. Grundsätzlich ist es so, dass wir uns sehr stark auf den DAX spezialisiert und auch fokussiert haben. Ja, es ist einfach so, ich selber handle den DAX seit 2011 und habe halt irgendwann mal gemerkt, wenn du jetzt in dem Basiswert oder in dem Basiswert etwas versuchst, es wird dir nicht gedankt. Ja? Der Markt hat das immer wieder nicht angenommen, in DAX hat das aber gut geklappt. Das mag den einen oder anderen verwundern und das habe ich auch in Barcelona oft genug gehört. Da oft gesagt wird, der DAX ist zu illiquide, ist nicht griffig, nicht sauber genug, um eben auf dem DAX handeln zu können. Finde ich nicht. Also ich finde, der DAX ist so ein kleines, naja, so ein kleiner Gnom, der macht auch mal viele Gemeinheiten, aber berechenbar. Ja, also der DAX ist durchaus jemand, der auch mal von Stopp zu Stopp rennt, weil er einfach Spaß dran hat. Ja, weil er sich dadurch sein Volumen holt, was eben größere Indizes von Grund auf haben, hat der DAX nicht. Deswegen wird er einfach zwischen verschiedenen größeren Töpfen aus Orders hin und her gejagt, solange bis eben alle irgendwo aus dem Markt rausgetrieben worden sind. Und das schafft dann natürlich Frust. So. Wir selber kommen mit dem DAX sehr gut klar, haben uns deswegen sehr auf ihn fokussiert, haben auch alles, was wir machen, im Grunde auf den DAX angerichtet. Und so, dass wir dort wirklich unseren Schwerpunkt setzen. Deswegen auch der Vortrag heute, ein Ansatz, um den DAX zu knechten. Man könnte auch sagen, mein Ansatz, um den DAX zu knechten, beziehungsweise unser Ansatz, um den DAX zu knechten, von unserem Team. Wir sind ja, ich bin nicht nur alleine bei Money Monkeys, wir sind auch noch ein paar mehr. Ja, alles gute Jungs, da würde ich mich wirklich für jeden, würde ich die Hand ins Feuer legen. Da weiß jeder Einzelne ganz genau, was er da tut. So, ich würde einfach mal vorstellen und mal reingehen ins Erste, was eigentlich unser Dienst umfasst, was wir machen. Also der große Teil, so hat auch alles angefangen, sind die kostenlosen und täglich verfügbaren Analysen zum DAX. Ja, also wir machen jeden Tag, oder ich insbesondere setze mich auch jeden Abend hin und schreibe eine Analyse zum DAX. Ich schreibe am Abend einfach hin, wie ich den DAX für den nächsten Tag einschätze. Das Ganze habe ich meiner Meinung nach Anfang 2016 angefangen. Habe das in Foren verteilt und das ist recht gut angekommen. Es hat den Leuten geholfen, eine zweite Perspektive einfach mal noch zu hören, eine zweite Meinung zu hören. Zu hören, wo ich denke, wo der Markt hinläuft und wie ich die einschätze, wo ich wichtige Widerstände sehe und so weiter. Ja, habe das dann immer fortgeführt und fortgeführt, jeden Tag, jeden Abend aufs Neue die Analysen verfasst und bin eher mehr mit zunehmender Natur auf eine gewisse erwartete Selbstverständlichkeit gestoßen. Ja, die Leute, die unsere Analyse geschätzt haben, sind mittlerweile davon ausgegangen, die kommt eh jeden Tag. Das heißt, wenn man mal einen Tag ein bisschen später war, wurde man dann schon gedrängelt. Auf der anderen Seite, wenn man einen Tag mal daneben gelegen hatte, kamen sofort in allen Foren plötzlich ziemlich merkwürdige Kommentare dazu, ja, dass man nicht richtig lege und so weiter. Und deswegen haben wir uns dahingehend dann auch weiterentwickelt, dass wir dort eben auch noch exklusiveres Material angeboten haben. Aber ich möchte jetzt erstmal dazu gehen, zu unseren Analysen, zum DAX. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir auf charttechnischer Basis analysieren. Ja, das heißt, wir schauen uns den Chart ganz genau an und versuchen daraus zu deuten, wo sich der Markt hin entwickeln kann. Grundsätzlich hat man die Möglichkeit, uns zum Beispiel auf Facebook zu folgen. Dort kann man unsere Analysen einsehen, aber auch auf allem, was hier jetzt noch so aufgezählt ist. Ja, das heißt, wer zum Beispiel bei Facebook ist und selber aber noch nicht hinzugefügt hat, der kann einfach mal bei Facebook gehen, kann Money Monkeys in dem Sinne suchen, tippt oben Money Monkeys ein, dann sollte er uns auch finden. Wir haben dieses kleine Logo mit diesem Äffchen. Ich denke, das ist auch recht unverwechselbar. Dort einfach dann Gefällt dir drücken und in dem Moment bekommt ihr dann auch zumindest nach der Facebook-Logik unsere Analysen immer jeden Morgen,
beziehungsweise jeden Abend verteilt. Es werden ja auch Veranstaltungen angezeigt, ihr könnt uns hier kontaktieren. Ich denke, das ist denen, die auf Facebook sind, bekannt. Deswegen einfach dort einfach mal Gefällt mir klicken und dann bekommt ihr das mitgefüttert. Ja, das erstmal der Zugang zur geschriebenen Analyse. Hier müssen wir unterscheiden, wir machen eine geschriebene und eine gesprochene Analyse. Ich habe nämlich irgendwann festgestellt, dass es schwierig ist, in einem Text Sachen klar zu kommunizieren. Ja, also ich habe manchmal gemerkt, dass Leute auf meine Analyse reagiert haben und Sachen rausgelesen haben, die ich gar nicht geschrieben habe. Ja, die standen, also ich konnte mir dreimal die Analyse durchlesen, es stand einfach nicht drin. Ja, die Leute haben es aber trotzdem auch nicht nur im Einzelfall, sondern wirklich mehrere dann andere Sachen aus meiner Analyse rausgelesen. Und deswegen dachte ich mir, irgendwann, ich fange mal an, ein Video dazu zu machen. Ich spreche jeden Tag einfach ein, wie war der gestrige Tag, wie erwarte ich den nächsten Tag. Und das hat relativ guten Anklang gefunden, sodass wir das beibehalten haben und auch, ja, durchaus fortgesetzt haben. Ja, also wer unseren YouTube-Channel kennt, der kennt uns sicherlich von dort. Ja, also ich glaube, die größte Kontaktstelle ist tatsächlich sind unsere YouTube-Videos, die auch mit die meistgelesensten oder meistgesehensten DAX-Analysen überhaupt im deutschsprachigen Raum sind. Ja, wir haben tatsächlich hier Aufrufzahlen von bis zu 1400, 1500 Aufrufen pro Tag. Und das ist, da kann auch eine BNP Paribas mit ihren Star-Analysten nicht mithalten. Das muss man einfach so sagen. Ja, also ich denke, hier haben wir was geschaffen, was wirklich gut ankommt. Ihr könnt dort Dr. Kavum müsst ihr suchen. Ja, ihr habt es gerade gesehen. Dr. Martin Kavum, so heißt der Kanal. Ihr könnt dann rechts unten so ein kleines Abo abonnieren. In dem Moment, wo ihr abonnieren geklickt habt, bekommt ihr jeden Abend, je nachdem, wann ich fertig bin, das kann 22:30 sein, das kann 22:45 sein, das kann auch später sein, bekommt ihr unsere Analysen. Und ihr seht, in dem Moment, wo wir die Analysen einsprechen, gehen wir ganz genau durch, wo setzen wir welche Linien, wo setzen wir Triggerpunkte, wo setzen wir Bewegungslinien, wo sehen wir einfach Reaktionen. Ja? Und das ist letztendlich das, was dann auch in der geschriebenen Analyse nochmal kurz zusammengefasst wird. Die Videos gehen immer so 7 bis 12 Minuten, eher mehr Richtung 12 Minuten. Ja, fällt mir doch immer schwer, mich ein bisschen kürzer zu fassen. Aber das ist der Knackpunkt. Ja, und schaut euch das einfach mal an, ob euch das hilft. Ich denke, die vielen Aufrufzahlen, die sprechen einfach auch für sich, dass hier eben auch ein großer Mehrwert geboten wird für viele. Ja, also ich mache es insbesondere deswegen, es ist meine Arbeitsvorbereitung. Ja, es ist meine Arbeitsvorbereitung für den Tag. Das heißt, ich muss mich, wenn ich am nächsten Tag handeln will, so und so damit auseinandersetzen. Ja, ich muss so und so analysieren. Ich muss versuchen, neutral, so neutral wie möglich zu bewerten. In dem Moment, wo ich ein Video für andere mache, hilft mir das erstmal am meisten. Ja, also es hilft mir am meisten. Und es hilft aber auch allen anderen, die zum Beispiel gelesen haben, Trump verhängt neue Zölle. So, und sie sagen, der Markt muss doch jetzt fallen. Ja, es muss doch nach unten gehen. In dem Moment, wo ich dann aber den Martin im Video sehe und der Martin mir sagt, hey, pass auf, da ist ein Muster im DAX. Das ist einfach mal ein steigendes Dreieck. Und ein steigendes Dreieck löst nach oben auf. Das heißt, egal was die News jetzt sagt, sagt der Chart, der uns ganz neutral eben vorgibt, ob wir einen Verkäufer oder einen Käuferüberhang haben. Ja, in dem Moment, wo der sagt, wir haben aber einen Käuferüberhang und die Nachricht passt nicht, dann muss ich eben meine Einstellung, meine Grundhaltung für den Markt in dem Moment überdenken und vielleicht einfach nicht auf fallende Kurse spekulieren, sondern dann auf steigende. Ja, und das ist auch das, wo ich sagen muss, also das schlägt einfach mein Herz auch für diese technische Analyse. Weil es ist so oft so, dass wir tatsächlich Analysen auch einstellen und sagen, hier passt was nicht, hier ist was ganz Komisches drin, hier ist ein komisches Muster, das sieht aus, wie als steht Bewegung an, es sieht auch aus, wie als steht Bewegung nach unten an, nächsten Morgen kommt ein riesen Flatscher nach unten, ja, er macht genau unsere Linie lang und hinterher wird dann irgendwo auf NTV, Bloomberg und sonst wo berichtet, da und da ist irgendwas im Argen gewesen, die haben sich gestritten, da ist jetzt wieder ein politischer Konflikt und plötzlich passt wieder die Nachrichtenlage genau auf den Chart. Es ist aber in der Regel so, dass immer der Chart vorher läuft. Ja, also die Bewegung, die wir im Chart sehen, ist in der Regel bevor die Nachrichten kommen, ja, oder unmittelbar davor. Hat man zum Beispiel gestern auch gesehen, falls jemand im DAX aktiv mit dabei war, hat man gesehen, kam, wann war es denn? 18 Uhr? Ich weiß es gar nicht mehr. Kam ein kräftiger Schlag nach unten.
2 Minuten später, ja, kam die Nachricht, dass China neue Zölle verhängen wird. Ja, auf den großen privaten Nachrichtensendern kam es dann auch noch wesentlich später erst diese Nachricht. Ja, hat mir in dem Moment nicht mehr geholfen, weil wenn ich in dem Moment noch auf fallende Kurse gesetzt hatte, dort war es schon das Tief markiert. Ja, dort war schon das Tief markiert und der Markt ist bereits wieder gestiegen. Ja, und mir hilft in dem Sinne die technische Analyse, das ein bisschen auseinanderzunehmen. Ja, und deswegen würde ich jetzt einfach mal mit Ihnen auch durch die Analyse im Einzelnen gehen. Ja, dass wir auch uns mal ganz konkret so eine Analyse angucken, weil ich, das ist mir sehr wichtig, dass die auch verstanden wird. Und ich merke, dass viele die Analyse anders lesen und anders interpretieren. Da sind zum Beispiel so Pfeile drin. Ich kriege immer einen halben Anfall, wenn ich höre, dass Leute diese Pfeile langhandeln. Das ist überhaupt nicht mein Antritt, dass die Leute diese Pfeile langhandeln. Einsehen kann man diese Analyse, also die geschriebene Version, entweder man klickt einfach über Facebook auf unseren Link, der dort geteilt wird, oder man schaut sich komplett in YouTube an, wie die Analyse zusammengebaut wird. Dort erkläre ich eigentlich umfangreich, warum ich wie, wo, welche Linie ziehe. Ansonsten wird unsere Analyse auch auf Isle of Trading, FX3 teilweise, Investing.com, Wall Street Online verteilt. Muss man auch ein bisschen aufpassen, das machen größtenteils die Redaktionen der Seiten. Das heißt, wenn dort Überschriften Ihnen manchmal etwas suspekt vorkommen oder irritierend, die sind nicht von uns. Ja, das stellt dann die jeweilige Redaktion ein, um quasi Klickzahlen auf ihrer Seite zu generieren. Das ist nicht unser Antritt, wenn dann da oben plötzlich drin steht, kommt jetzt der Crash. Ne? Das ist dann, da ist mal unsere Analyse auch manchmal ein bisschen fehlinterpretiert. Aber heute auch irgendwas gesehen mit Aufschlag auf 12.000, war so nicht gedacht gewesen. Aber wir gucken mal rein. Die Analyse ist im Grunde immer so aufgebaut, wir machen ein passendes Tagesbild dazu. Wir versuchen immer so ein bisschen die aktuelle Situation bildlich noch darzustellen und gehen dann schon ein. Und da kommt schon der erste Punkt, den viele einfach ignorieren, weil ihnen überflüssig erscheint. Das sind diese einzelnen Punkte, bei denen ich schreibe, das sind Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für die nächsten Tage. Die Marken ignorieren viele. Sie sagen sich, was bringen mir denn hier 20 Marken, die hier einfach aufgezählt sind. Ja, aber wenn man sich mal die Mühe macht, diese Marken in seinen eigenen Chart zieht und die jeden Tag beobachtet, wie die angelaufen werden, dann sind das alles Marken, die in der Erstreaktion mindestens 10 Punkte laufen. Ja, deswegen stehen die da. Die schreibe ich nicht rein, weil ich einfach lustig bin oder weil ich die irgendwo vergessen habe. Ja, hier sind auch Marken wie eine 12.1.12. Ja, die hat jetzt einen dreifachen Boden im Tageschart gehalten. Und die Marke, die steht nicht drin in den letzten paar Wochen, sondern die steht dort schon über ein Jahr drin, ja, in meiner Analyse. Und dort hat der Markt jetzt in den letzten Tagen zweifach einen Boden gebildet, den unterschlagen und jetzt von unten klopft er ewig gerade dran. Ja, ist jetzt momentan dabei gewesen, ewig dran. Wir sind jetzt wieder drüber und laufen jetzt hier auf die nächste bei 12.270 drüber. Können wir mal gucken, wo der Markt momentan steht. 12.225, das heißt 12.240 hat man im Hoch 30 Punkte oberhalb, wäre dann schon wieder definitiv ein Punkt, den man im Auge haben sollte, weil die wirklich gut reagieren, auch die 12.300. Und ja, also das sind auf jeden Fall Punkte, wo ich sage, da sollte man schon mal ein Augenmerk drauflegen. Die sollte man sich irgendwo notieren, die sollte man im Hinterkopf haben, weil die immer und immer wieder kommen. Wenn die einmal nicht kommt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie im zweiten Mal kommt. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass wenn der Markt läuft und wir nehmen, was nehmen wir denn? Wir nehmen zum Beispiel mal die 12.270. Ja? Wir haben hier die 12.270 und der Markt läuft durch, dann sieht man häufig, dass er diese Marken im Rücklauf annimmt. Und da kommen wir jetzt auch schon langsam zu diesem eigentlichen Ansatz, den wir mit unseren Analysen verfolgen, dem wir auch im Premiumdienst nachgehen und nachdem wir auch unsere Setups aufbauen. Denn unser Markt und insbesondere unser DAX ist gewiss nicht der stärkste Indizes von allen. Ich denke, das muss ich niemandem sagen, dass unser DAX ein kleiner Schwächling ist. Ja? Da gibt es Indizes, die machen einen Allzeithoch nach dem anderen. Wo ist der DAX? 1400 Punkte darunter. Ja, das sage ich schon relativ viel. So, das heißt, unser DAX bewegt sich einfach mal nicht so. Ja? Das heißt, es macht auch keinen Sinn, in jedem neuen Hoch panisch Käufe zu suchen, sondern ich kann mir im DAX durchaus rausnehmen, mal zu sagen, wenn er zieht, und ich denke, er läuft jetzt weiter, zu sagen, okay, wo liegen denn interessante Rücklaufpunkte? Wo liegen interessante Rücklaufpunkte, um den Markt jetzt aufzugreifen? Und meiner Meinung nach funktioniert es am besten. Also prozyklisch im DAX, zumindest jetzt 2018, ist ein absolut nicht prozyklisches Jahr meiner Meinung nach, weil im Grunde fast
nahezu, also wir können nachher gerne nochmal detailliert in den Chart auch reingucken, nahezu jedes große prozyklische Signal erstmal zerhäckselt wurde. Was übrigens ein typisches Anzeichen für eine größere Korrekturbewegung ist, für eine Crashbewegung auch, ja. Ich habe auch vor, mit Ihnen am Ende von diesem Vortrag mal durch das Jahr 2000 bis 2003 zu gehen. Das haben wir auch schon mal in einem einzelnen Analysevideo nur ganz kurz abgefrühstückt. Aber das Interessante ist, diese Struktur, die ein solcher Crash hat, ja, man versucht die ganze, man merkt, da ist was kaputt am Markt, ja, und man versucht daran zu partizipieren. Man möchte unbedingt an diesem Crash verdienen und es gelingt einem nicht. Jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Short aufbaue, haut es mir den wieder raus. Ja, und das ist das gleiche Prinzip, was wir eigentlich in unseren Ansätzen hoch wie runter mitnehmen. Nämlich, weil wir einfach sagen, wenn sich der Markt aufwärts bewegt, dann macht es insbesondere der DAX ebenso. So. Das heißt, wenn wir irgendwo an einem Punkt sind, wo wir sagen, wir erkennen, dass der Markt aufwärts will, suchen wir uns markante Rücklaufpunkte im Chart. Ne? Und das sind insbesondere, sind das eben zum Beispiel wichtige gleitende Durchschnitte, Gaps, ja, offene Gaps, markante Hoch- und Tiefpunkte, ja, wie sowas hier, sowas, sowas. Und da sehen Sie schon, ohne dass ich hier großartig jetzt drauf geachtet habe, ist das in dem Sinne, ab dem Moment, wo wir sagen, wir erkennen, dass der Markt hochgehen will, das ist ein relativ guter Einstiegspunkt, weil ich hier mein Risiko wesentlich besser greifen und auch kalibrieren und skalieren kann. Also ich kann es kleiner ziehen, mein Risiko. Ich kann mit weniger Einsatz eine Position in die Trendbewegung aufbauen. Ja, also es ist jetzt keine neue Erfindung. Das praktizieren andere in dem Sinne auch so. Wir machen es aber im DAX halt wirklich verstärkt, selektiv nach unseren Methoden eben. Ja, also wir suchen uns wirklich wichtige Rücklauflevel raus. Das machen wir unter anderem auch in den Analysen. Also in diesen kostenlosen Analysen halte ich niemandem etwas vor. Ja, also alles, was ich weiß, packe ich auch in die Analysen rein. Ja, ich tue da nicht sagen, okay, nee, das gebe ich jetzt nur meinen exklusiven Bezahlkunden, lenke vielleicht die, die gerade gratis hier drauf gucken und eh alle immer nur meckern, die lenke ich in eine andere Richtung. Das mache ich nicht. Ja, das heißt, wir machen in unseren Analysen durchaus das gleiche Prinzip wie das, was wir kostenpflichtig auch anbieten, mit dem einen Unterschied, dass wir halt kostenpflichtig einfach mehr Arbeit reinstecken und auch intraday über den Tag dann die Leute noch begleiten. Ja, weil ich habe angefangen vor nun über 7 Jahren mit dem Trading eben und habe am Anfang halt echt richtig böse Aua bekommen halt. Ne? Also ich habe versucht, mit Biegen und Brechen nach dem Motto, ich bin nun nicht doof, ja, Abi geschafft, studiert, Ausbildung fertig und dachte mir, es kann ja nun nicht so schwer sein, hier irgendwo ein bisschen Geld rauszukriegen. Ja, letztendlich geht jeder so an den Markt ran. Ja, und Ende vom Lied war, immer wieder nur auf die Nase bekommen habe. Ne? So, ich glaube, ich schweife aber ab von dem, was ich eigentlich sagen wollte. So, deswegen noch mal kurz zurück. Wo bin ich denn hierher gekommen? Ich wollte Ihnen erklären, wie, genau, mit welchem Ansatz wir rangehen. Dass wir Rücksetzer kaufen, mit denen wir das Risiko skalieren können, um hier eben dann solche Punkte eben nutzen zu können. Ja? Und diese Identifikation von diesen markanten Punkten, das gelingt mir meiner Meinung nach nur im Chart. Ja? Das kann ich mit keiner anderen Methode, kann ich so wichtige Punkte im Chart hier hervorheben. Das gelingt mir auch mit einem Orderbuch nicht. Ne? Ich bin da immer ein bisschen so, ich zucke da immer so dolle mit dem, mit den, weiß nicht, mit was man alles zucken kann, mit der Popacke oder keine Ahnung. Wenn jemand behauptet, dass er im mittelfristigen Bereich im Trading da nach Orderbuch geht, ja, also mir, was bringen mir denn die nächsten 10 Punkte, wo ich die Orders flackern sehe, die hin und her rauschen und zurückkommen? Für das Scalping mag das alles begründet sein, aber wir handeln hier Strecken von, also wir haben jetzt zum Beispiel aktuell gerade einen Long, der ist jetzt hier im Teilverkauf rausgeflogen, das können Sie jetzt hier nicht sehen, ich sehe es nur auf dem Handy. Wir hatten im Dienst bei 11,89 einen Long eingetütet. Wir haben einen zweiten Long gestern gekauft bei 12.105, der hat jetzt seinen zweiten Teilverkauf gemacht bei 12.225. Das heißt, das sind jetzt schon gerade der 980, 11.980 gekauft wurde, der läuft jetzt aktuell 240 Punkte, liegt der schon vorne und der ist noch nicht da, wo er hin soll. Ja? Der läuft jetzt an, der kommt jetzt langsam ins Rennen, deswegen haben wir noch einen zweiten Long dazu gebaut, nach genau dem Prinzip hier. Ja? Das heißt, unsere 11,89 Einstieg war genau das hier. Ja? Unsere 11,89, unser Einstieg,
war genau das hier. Das zweite, was wir jetzt gemacht haben, ist eben im nächsten Rücklauf hier wieder zuzugreifen. Und gucken Sie, auch das, ohne dass ich es mit Absicht gemacht habe, ist genau wieder ein markanter Punkt im Chart gewesen. Dort haben wir eben den zweiten Trade aufgeladen und sitzen nun mit schon zwei Longs in Trendrichtung. Ja? Und das ist eben das, wo ich sage, das ist mir wichtig, in meinen Analysen auszuarbeiten. Dass ich denke, damit helfe ich auch den meisten, indem ich einfach auch aufzeige, wo denn der Trend lang geht. Wo geht denn gerade die Bewegung hin? Denn das fällt vielen schwer, den tatsächlichen Trend in dem Sinne zu ermitteln und zu erkennen. Also ich merke es immer, dass viele die größte Schwierigkeit eher damit haben, mit dem Trend tatsächlich zu handeln. Ja, meiner Meinung nach ist es immer so, dass viele wissen, dass man nicht gegen den Trend handeln soll, es ihnen aber einfach nicht gelingt, das auch umzusetzen. Ja, dass es einfach nicht gelingt, umzusetzen und plötzlich sitzt man an einer Stelle, in der man eigentlich ja eine Trendfortsetzung handeln will, nämlich der Markt kam von hier oben, dann hat er hier dieses Zick-Zack-Zack gemacht und man will hier nach unten handeln. Man will hier nach unten handeln und sucht sich Short-Einstieg, 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 Short-Einstieg und plötzlich stellt man fest, das Ding ist jetzt 600 Punkte nach oben gerannt und man hat 8, 9, 10 Short-Einstiege gesucht und hat keinen einzigen Punkt Long mitgenommen. Ja, das ist so der Punkt, wo ich sage, da war früher meine größte Schwierigkeit, das hat bei mir die meisten Verluste verursacht, dass ich eben gegen den Trend gehandelt habe, ja, und dass ich eben auch noch ein falsches Risikomanagement dazugepackt habe und dann ist das ganze Konstrukt Trading eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Das heißt, um hier irgendwo auf den grünen Zweig zu kommen, muss ich erstmal das Risikomanagement richtig haben und ich muss den Trend richtig erkennen. Und da versuchen wir eben mit der Analyse zu helfen, ja, sowohl mit der kostenlose als auch im Member-Bereich. Ne, wir haben natürlich den Vorteil, bei unseren kostenpflichtigen Sachen auch mal Intraday zu sagen, wenn das Ding aus der Analyse überhaupt nicht aufgeht und der Markt völlig loseskaliert und er rennt 400 Punkte runter, haben wir die Möglichkeit eben im kostenpflichtigen Bereich denjenigen, die sich bei uns eingebucht haben, auch mal schnell eine Mail zu schicken und zu sagen, pass mal auf, der ist 400 gefallen, aber komm jetzt nicht auf die Idee, jetzt hier dagegen zu hauen, der kann nämlich noch 200 weiter runter. Ja, das ist einfach der einzige Unterschied, der hier letztendlich dann besteht. So, gucken wir mal, machen wir hier mal weiter im Programm. Also, hier gibt es jetzt noch so zwei Punkte, drei Punkte sogar. Chartlage, Tendenz, Grundstimmung. Machen sich immer ganz viele lustig drüber. Ne, ist mir total unwichtig, was da steht. Also ich reife es einfach nur rein, um ein bisschen so ein Gefühl einfach rüberzugeben. Das soll einfach nur ein Gefühl sein. Und da gibt es wirklich manche, die einfach per Kommentaren sich dann drüber lustig machen, dass unsere Tendenz immer nicht stimmt. Die Tendenz ist eigentlich das, was aus dem Vortag kommt. Ja, das ist jetzt in dem Sinne keine Prognose, das ist jetzt keine Analyse, das ist einfach eine emotionale Einschätzung. Mehr oder weniger. Ja. Das Einzige, was hier jetzt fachlich, sachlich richtig sein muss, ist die Chartlage. Und die sagt im DAX zum Beispiel momentan, dass sie übergeordnet noch negativ ist. Das heißt, die Longs, die wir aufbauen, hier, was ich gesagt habe, die sind durchaus so gestellt, dass unser Markt, dass unser DAX, dass wir in unserem DAX, wenn er anfängt zu drehen, dass wir ihn rechtzeitig abgefahren kriegen und uns in die andere Richtung auch noch positionieren können, weil wir übergeordnet eben noch im negativen Trend sitzen. Solange er aber kurzfristig aufwärts schiebt, müssen wir mit. Ja, es bringt ja nichts, jetzt hier die ganze Zeit Short mit gegen zu ballern, sondern wir warten. Wir warten schön brav, bis der Markt dreht. Ja, weil wir sind nicht Götter. Wir können auch nicht erkennen, wann ein Markt dreht oder wie. Ja, es gelingt uns manchmal gut, diese Wendepunkte herauszuanalysieren und kristallisieren. Wir handeln sie aber erst dann, in dem Moment, wo sie kommen. So, und während dann hier alle sagen, ach Mist, verpasst, Trend, scheiße, Trendwechsel, wir müssen jetzt hier rein. Und dann buttern hier alle die Shorts rein, ja, sagen wir, okay, erkannt, Rücklaufniveau wäre jetzt zum Beispiel hier, legen wir hier eine Order hin. Ja, was macht der Markt? In dem Moment, wo hier alle die Shorts reinbuttern, kommt vielleicht hoch, setzt sogar nochmal ein neues hoch, läuft dann runter und nimmt uns in dem Sinne mit unserem Short dann mit. Ja. Und das ist wirklich der Ansatz, den ich auch ein bisschen vermitteln will, dass man versucht, eher mit der Bewegung zu handeln. Ja, also die meisten tun sich halt einfach keinen Gefallen, weil sie immer nur dagegen handeln. Sie meinen, dass das nicht rational wäre, was der Markt macht. Ja, dass er die politische Situation, die geopolitischen Risiken ignoriert und sowas und versuchen dann mit ihrem Trade eigentlich dem Markt ihre Meinung aufzuzwingen. Ja, so nach dem Prinzip, der muss doch jetzt fallen, kann doch gar nicht sein, dass der jetzt steigt, wenn überall so viel Theater ist. Ne? Und hauen halt dagegen. Das ist nicht gut, das hilft einem unterm Strich halt nicht. Ne? Das ist, sowas muss man komplett ausmachen. Also ich habe auch irgendwann aufgehört, Nachrichten zu lesen, in dem Sinne, dass ich sie für meine,
für meine Aktionen, die ich hier mache, für meine Analysen einbeziehe. Ja, ich, wenn ich Nachrichten lese, dann eher mehr so Interesse halber, zu gucken, was gibt's Neues. Aber es ist, ich beziehe es überhaupt nicht mehr mit ein. Das ist, ich meine auch, man darf es gar nicht mehr machen. Ja, weil letztendlich immer an den Punkten die Nachrichten super positiv werden. Ja, und wenn es dann ganz unten schon angekommen ist, wären die Nachrichten plötzlich total katastrophal. Das heißt, man wird immer schon irgendwo umgedreht. Ne? Man ist immer an der falschen Stelle zu motiviert auf der Long-Seite, also um zu kaufen, um an steigenden Kosten zu profitieren, oder eben auf der anderen Seite. Okay, so, dann gehen wir mal hier weiter. Ja, ich setze Ihnen dann auch immer einen Chart mit unten dran. Das sehen wir jetzt hier leider nicht ganz im Detail, kann auch nicht weiter runterzoomen. Da setzen wir Prognosepfeile rein. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen. Diese Prognosepfeile, also ich würde die nicht handeln, ich persönlich nicht. Es ist einfach so. Worum geht es mir denn in der Analyse? In der Analyse geht es mir genau darum, diese Punkte festzumachen, diese Punkte, wo man einsteigen kann. Ja, also Reaktionspunkte im Markt zu finden. Wo wird der Markt reagieren? Wo erzeugt er eine Reaktion? Letztendlich ist es mir egal, wo er lang geht. Ja, solange er die Reaktionspunkte bestätigt, weil in dem Moment, wo er von unten kommt, so einen Reaktionspunkt bestätigt, bestätigt er mir auch, dass er nach unten will. Weil das ist jetzt ein Verkäuferniveau. Das ist ein Level, wo nur Verkäufer aktiv werden oder Käufer ihre Position abstoßen, weil sie eben nicht mehr an steigende Kurse glauben. Ja, das heißt, in dem Moment haben wir ein Niveau, wo dann tatsächlich die Marktteilnehmer ihre Position drehen. Das ist für mich das Interessante. Das muss ich ausarbeiten. Ich versuche natürlich, das mit den Pfeilen darzustellen, aber letztendlich geht es mir nicht darum, die Pfeile einzeln abzuhandeln. Ja, so, wenn man zum Beispiel bei mir dann mal reinguckt, was wir auf unseren Depots handeln, dann sind das teilweise nur die Reaktionen. Dann nehmen wir mal 20 Punkte mit. Ja, wir freuen uns dann natürlich, klar, wenn der Pfeil hingeht, wenn der Markt komplett unseren Pfeil abläuft. Aber, das ist eher mehr eine Bestätigung unserer Interpretation. Ja, wir versuchen jetzt nicht, die Pfeile lang zu handeln. Und das ist, ich kann das immer nur wieder sagen, das ist eher mehr bestätigend zu nehmen. Das ist bestätigend hinzuzuziehen, ob denn die Analyse überhaupt wirkt und greift. Weil ich natürlich mit diesen Pfeilen eine gewisse Erwartung einpreise. Ja? Das heißt, ich stelle verschiedene Szenarien auf. Ich weiß nicht, was den nächsten Tag kommt. Keiner weiß, was den nächsten Tag kommt. Das weiß keiner. Ja? Aber Verkäufer und Käufer haben immer wieder ähnliche Muster, die sich ablösen. Das heißt, wenn der Markt bullig agiert, wenn er steigen will oder steigen wird, dann wird er andere Level annehmen, als wenn er fällt. Ja, und deswegen setzen wir auch immer verschiedene Szenarien ein, mehrere Pfeile, das können auch mal drei Pfeile sein, aber bitte nicht die Grundintention reinziehen, dass man da mithandeln muss, also dass man die Pfeile lang handeln muss. Also das empfinde ich als Fehlinterpretation dessen. Ja, es ist eher mehr ein Wahrnehmen des Marktes. Wie läuft der Markt? Wie verhält er sich? Und danach kann man sich dann richten und eben versuchen, Short- oder Long-Position mit aufzubauen. Gut. Weiter kommen dann im Text noch viel, viel Text manchmal. Ja, für die gerne lesen, mag das interessant sein. Im Grunde wird es reichen, wenn man sich einfach auf die Zahlen konzentriert. Ja, wenn man einfach schaut, was irgendwo noch für Punkte drin sehen. Wir haben hier die 12.100, wir haben die 12.000. Wir sagen, dass zwischen 12.000 und 12.069 sich bereits einige Unterstützung aufbauen, die Trendumkehrcharakter aufweisen. Ne? Das ist das, was meiner Meinung nach den größten Wert der Analyse hat. Ja? Diese Sachen zu identifizieren. Ja? Und wer gesehen hat, unseren DAX gestern Nacht, wie er früh im Handel geglitten hat, hat nämlich genau die Zone dann angelaufen. Ja? Hat einmal im Nachthandel unter 12.000 gestochen und ist zwischen 12.000 und 11.89 wieder nach oben hochgedreht. Und auch hier müssen wir sagen, sind wir mit unserem Long drinnen geblieben. Weil was wir nicht machen, sind die Stops nachziehen. Ja, schüttelt manchmal welche in den Kopf, wenn uns Trades mit, die schon 200 Punkte vorne lagen, wieder auf einen Stand rausknallen, weil wir den Stop nicht nachgezogen haben. Ja, ich weiß, das versteht nicht jeder. Dann kann man sich auch streiten, aber wenn ich in mein Buch gucke und die Statistik mir sagt, dass meine Trades dadurch profitabler sind, dass wir die Stops eben nicht nachziehen, dann mache ich das auch nicht. Und da kann sich sonst wer hinstellen, der auch schon 300 Jahre Handelserfahrung hat. Wenn auf meinen persönlichen Ansatz es nicht funktioniert,
die Stops nachzuziehen, dann mache ich das nicht. Ja? Und hier war eben der Punkt, F89 wir reingegangen, ja, und den Stopp eben nicht nachgezogen. Wir haben zwar Teilverkäufe gemacht und der Markt hat aber hier, trotz dass wir schon gut 120, 130, 140, 150 Punkte vorne lagen, haben wir den Stopp nicht nachgezogen und er ist 10 Punkte vor unserem Stopp letztendlich beim zweiten Anlauf wieder hochgedreht. Ja. Was wäre gewesen, wenn ich meinen Stopp nachgezogen hätte? Ich hätte vielleicht 40, 30 Punkte mit meinem letzten Rest mitnehmen können. Aktuell liegt unser Rest jetzt, wo steht der DAX? 12.219, das heißt, unser Rest steht momentan 230 Punkte vorne. Ja, 230 Punkte oder 30 Punkte. Ne? Deswegen macht es, also unter Berücksichtigung dieses Konstrukts, dass eben der DAX immer wieder auch die Stops holt, ne? Bewusst auch so eine Tiefs unterläuft, sowas hier, da beim zweiten nochmal drunter kommt, das ist doch ganz typisch für unseren DAX. Ja, das ist ganz, ganz, ganz typisch. Und deswegen machen wir das einfach nicht, dass wir dahingehend eben was nachziehen. Bis zu dem Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt dreht der Trend runter. Also in dem Moment, wo er zum Beispiel abkippen würde, weil übergeordnet alles negativ ist, auch dann bietet sich mal das was an. Hier sieht man zum Beispiel unsere Tageschart-Betrachtung. Ne, und da kommt auch so ein bisschen jetzt der Charakter langsam raus, warum wir sagen, wir schätzen den Markt übergeordnet negativ ein. Ja, wir sehen, dass hier ein immer, das ist letztendlich das Gleiche, was ich Ihnen gerade hochgezeigt habe. Ja, der Markt macht in etwa das. So, hier stehen wir gerade an dem Niveau. Ja? Das heißt, typisch für unseren DAX wäre es einfach, wenn er hier jetzt noch ein bisschen hochreißt und dann auch wieder weitermacht. Vielleicht nicht unbedingt vor diesem Dings dreht, aber dann Stück für Stück erstmal weiterschiebt. Eben so lange, bis er wieder eine andere Hoch- und Tieffolge ausbildet. Und solange das aber nicht erfolgt, muss ich pauschal erstmal davon ausgehen, dass da noch was nach unten kommt. Ja, und wenn man mal zurückguckt in unserem DAX, kann man feststellen, dass unser letztes Allzeithoch von 13.600 nun schon ein gutes Jahr fast alt ist. Ja, das heißt, wir stecken seit fast einem Jahr nun schon in einer Korrekturbewegung. Das ist viel. Blenden wir mal aus, dass es Indizes gibt, die gerade Allzeithoch zu Allzeithoch springen, kann sich daraus echt nach unten noch viel entwickeln. Ja, weil der Markt einfach mal eingedreht hat. Das ist unabstreitbar. Ja, nun kann man sagen, es ist eine sehr korrektive Bewegung, aber da freue ich mich besonders dann zum Ende hin drauf, wenn wir mal durch das Jahr 2000 gehen, weil da sehen wir nämlich genauso ein ähnliches Bild. Ja, und der Markt einfach nur zur Seite schiebt und sich Stück für Stück, Stufe für Stufe runterschiebt. Ja, das heißt, wir wären insbesondere dann hier, ja, wir sind jetzt schon durchaus in dem Bereich, wo wir eben hier, in dieser Bereich, wo wir eben durchaus dann damit rechnen müssen, dass unser Markt gegebenenfalls mal abdreht, muss man dann langsam anfangen, kritischer auf Trendumkehrsignale zu achten. Ja, und dann ab dem Moment, wo man klar feststellen kann, dass der Markt gedreht hat, wenn er zum Beispiel wieder fallende Tiefs und fallende Hochs ausbildet, ab dem Punkt dann eben wieder über Rücksetzer versuchen, Longs auch rauszunehmen und Shorts aufzubauen. Ja, also das ist so grundsätzlich einer der wichtigsten Ansätze, die wir handeln, die wir einbeziehen und auf denen auch so ein bisschen die Analyse beruht. Ja, und mir ist es eben wichtig, Ihnen letztendlich eine zweite Meinung mit der Analyse hinzuzugeben. Ja, ich denke, es hilft einem sehr viel, wenn man sich einfach mit jemandem austauschen kann, auch wenn der andere vielleicht in dem Moment nicht zuhört. Ja, ich erwarte aber schon, dass jeder, der die Analyse letztendlich liest, jeder, der die Analyse schaut, sich vorher selber Gedanken macht, wie er den Markt kommen sieht. Und dann ist es nicht richtig oder falsch, wenn er das völlig anders sieht. Das ist durchaus legitim. Ja, ein Chart ist immer letztendlich eine subjektive Betrachtung. Ja, wir können den gleichen Chart nehmen, alle hier im Raum könnten einfach mal sagen, wie sie den einschätzen. Es würde nicht einmal das Gleiche irgendwo rauskommen. Ja, auch wenn wir alle die gleichen Bücher gelesen haben und alle die gleichen Ansätze kennen. Na, es hat halt jeder irgendwo einen anderen Erfahrungswert, es hat jeder andere, eine andere Sache, auf die er achtet, es hat jeder andere Sachen, die immer wieder funktionieren. Und deswegen bin ich nicht der Meinung, dass jemand, wenn er meine Analyse liest, seine eigene Meinung dann verwerfen sollte. Ja, man sollte eher mehr abgleichen und ich versuche halt wirklich den Drall dahin zu bekommen, auch vor Dummheiten zu schützen einfach, ne, indem ich die Risiken ein bisschen transparenter mache. Indem ich auch mal sage, da kann eben noch ganz schön was kommen in die Richtung. Ne. Dort ist eben so ein typisches Niveau, wo der DAX halt immer Leute ausstoppt. Immer und immer und immer wieder. Ja, und das versuchen wir eben mit der Analysearbeit wiederzugeben. Gut, gut. Okay. Ja, das dann jetzt hier erstmal so zur Analyse grundsätzlich. Hier auch im Tageschart natürlich wieder Linien eingebaut. Ja, das sind
wichtige Reaktionsmarken, das sind wichtige Reaktionspunkte, und hier sehen wir auch nochmal die 12.100 insbesondere. Ja, das ist dieser Bereich, den ich vorhin schon angesprochen hatte, den wir eben oben bei diesen wichtigen Punkten haben, die eben immer wieder reagieren können. Dort haben wir sogar eine Kaufzone platziert gehabt, mal in der Analyse. Wir haben auch hier drei Verkaufszonen platziert, von denen wurden zwei erreicht, die dritte leider nicht. Und ja, also das ist das, was wir quasi kostenlos bereitstellen, was jeder nutzen kann, um so ein bisschen einen Eindruck von uns zu gewinnen. Ja, wie arbeiten wir? Welche Qualität hat das, was wir machen? Und um sich dann vielleicht zu entscheiden, um zu sagen, hey gut, ich möchte mehr davon. Oder eben auch, um zum Beispiel einfach mal Danke zu sagen. Ja, also wir haben auch einige, die sich einfach bei uns in den Dienst einbuchen, um mal zu sagen, hey, danke für eure Arbeit. Ich gucke mir das jeden Tag an und buche mich jetzt einfach mal mit bei euch ein. Ja, so, okay, gut. Dann gucken wir mal, was hier noch kommt. Genau, hier einfach nochmal, das ist jetzt die Verkaufszone, als sie damals angelaufen ist. Da sehen Sie auch, wir geben hier immer Prognosepfeile mit. In dem Fall ist es ein bisschen was anderes, weil wir hier ja letztendlich ein Potenzial einer Verkaufszone bewerten. Ja, in dem Moment, wo ich den Pfeil setze, zeige ich letztendlich, dass von 8,50 durchaus ein Risiko besteht, hier bis 3,50, 300 rum in den Bereich zu fallen. Warum? Letztendlich, weil hier eben nicht viel dazwischen ist. Ja, Sie sehen, die Marken hier oben sind dicht, hier unten ist es relativ dicht von meinen wichtigen Linien, die mir persönlich wichtig sind. Und hier ist jetzt nicht viel dazwischen. Wir haben hier den gleitenden Durchschnitt, wir haben den Mittleres Bollinger-Band, wir haben vielleicht hier noch ein markantes Tief, hier ein markantes Hoch. Das sind Punkte, die temporär reagieren können. Aber dadurch, dass ich hier eben nicht viel habe, wie ja letztendlich hier auch, gehe ich schon davon aus, dass der Markt sich hier relativ unproblematisch durchwühlen kann. Was er ja letztendlich auch getan hat. Wir wissen ja jetzt, wo unser DAX steht. In den Stundenanalysen. Ja, wir arbeiten hier momentan mit einem 2-Stunden-Chart. Das hat sich seit dem Februar ein bisschen eingebürgert. Da schluckt immer manchmal der ein oder andere, weil 2-Stunden-Chart doch ein bisschen ungewöhnlich ist. Aber ich arbeite, und das ist vielleicht auch für den einen oder anderen wichtig, von Zeit zu Zeiteinheit auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ja? Das heißt, eine Linie, die bei mir im 2-Stunden-Chart liegt, die liegt bei mir nicht im 5-Minuten-Chart. Ja? Weil ich im 5-Minuten-Chart mir nur die Linien anzeigen lasse, die auch von Käufern und Verkäufern, die auf 5-Minuten-Ebene agieren, tatsächlich angenommen wird. Das heißt, das sind andere, die sind detaillierter, die sind kleiner, die sind griffiger und reagieren aber ähnlich. Ja, 5-Minuten-Chart ist jetzt hier für das kostenfreie Repertoire noch nicht interessant, weil wir tatsächlich nur Intraday mit dem 5-Minuten-Chart dann im Premium-Bereich arbeiten. Aber so funktioniert es grundsätzlich. Man sieht hier, letztendlich, das ist wieder so ein Punkt. Ja, man sieht schön, dass die ganzen Pfeile, die wir hier analysiert haben, aufgegangen sind. Das ist nicht meine Intention gewesen. Wir sehen auch gleich in der Folge, ich habe hier einen Long-Trigger platziert. Das war ein Tag, da habe ich mich hingestellt und gesagt, was soll ich Ihnen hier analysieren? Es ist für mich tote Hose. Es passiert halt einfach nichts. Aber wenn es dem Markt gelingt, sich hier über die 4,24 zu legen, dann macht er sich nach oben frei. Dann bricht er aus diesem Muster aus, aus einer Range-Bewegung, bricht er aus. Und dann hätte er Platz bis zum nächsten Widerstand. Dann hätten wir jetzt hier eben die 4,53 und die 5,63. Da kommt dann einfach so ein Punkt, wo man sagt, letztendlich aus Erfahrung ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Markt bei einem Ausbruch aus einer Range plus 30 Punkte nach oben schafft. Er machte meistens mehr, machte 50 bis 100 im DAX. Ja. Deswegen suche ich mir dann das nächste Ziel und ziehe einfach meinen blauen Pfeil nach hier hin. Ja, würde ich so nicht zwingend handeln, nur weil der Pfeil da steht, sondern wenn eben die 4,23 dann überboten wird, dort eben mitzugehen und dort in Rücksetzern eben zu versuchen, Longs aufzubauen. Ja, und dann sehen wir in der Folgeanalyse, ist das dann eben tatsächlich hier auch so erfolgt. Der Markt hat hier oben eröffnet. Er ist hier reingekommen, schon weit über unsere Linie. In dem Moment kann ich hier nichts mehr machen. Aber kann ich machen? Ich kann rückwärts hingehen und kann sagen, wo liegen hier markante Punkte? Wo liegen hier Linien, wie zum Beispiel die 4,24, um von dort einen Long nach oben aufzubauen? Ja, das heißt, ich bin nicht mehr so der Freund von prozyklischen Sachen im Markt. Ne? Ich versuche immer, Rücksetzer zu machen. Und ich kriege es von vielen mit, auch von unseren Mitgliedern im Member-Bereich, die da manchmal auch ein bisschen nicht so ganz zustimmen, weil wir natürlich dadurch uns auch mal Sachen entgehen lassen. Weil wir sagen, ich warte auf den Rücklauf und der kommt aber nicht.
Das ist aber selten. Es ist wirklich selten im DAX, dass der keine Rückläufe bringt. Es ist wirklich selten, dass der mal richtig straight einfach nur gerade durchzieht und nicht wieder zurückkommt. Das ist wirklich selten. Deswegen kann man sich im DAX durchaus auch rausnehmen, insbesondere 2018. Das hat keine Allgemeingültigkeit. Grundsätzlich bin ich kein Freund davon, irgendwas in Stein zu meißeln, was Analyse angeht. Ja, bin kein Freund davon, irgendwas in Stein zu meißeln, was Analyse angeht, weil ich einfach merke, dass ein Markt sich verändert. Ein Markt kann sich ändern. Ein Markt baut ganz andere Muster. Wir haben 2017 ganz andere Strukturen auf Stundenebene gesehen, wie jetzt 2018. Das ist ein völlig anderes Bild von der analytischen Seite. Ja, wir haben ganz andere Muster. Während wir 2017 ganz viele Flaggen und sowas gebaut haben, ja, schöne Trendfortsetzungsmuster, Dreiecke, die nach oben gebrochen sind, sehen wir 2018 ganz verstärkt so Range-Bewegung, einfach nur stur zur Seite hoch, wieder zurück, zur Seite weiter hoch, die sich teilweise ineinander auch versetzen, aber auch Keile in einem Ausmaß, wo ich sagen kann, da kann ich auch nachträglich 2017 nochmal durchgehen, 2016 nochmal durchgehen. Ich sehe es in dem Ausmaß nicht. Ja, deswegen bin ich immer der Meinung, man sollte aktiv am Markt sein und gucken, was funktioniert, was macht noch. Ja, und das ist letztendlich auch unsere Arbeit, immer wieder das zu überprüfen, was wir da machen. Denn es wird nicht immer funktionieren. Es ist einfach so. Ne? Der Markt verändert sich. Ein Markt ist immer, bringt mal so eine Phase und so eine Phase. Der eine oder andere wird sich sicher schon gefragt haben, warum er manchmal 3 Wochen im Monat richtig gut ist und an der 4. Woche alles verliert. Das ist nicht nur Dummheit. Ja, es ist auch tatsächlich dem Markt geschuldet, weil wir eben verschiedene Phasen am Markt haben. Das fängt schon damit an, dass es Aufwärtsmärkte gibt, es gibt Seitwärtsmärkte, es gibt Abwärtsmärkte. Alle 3 Phasen haben ganz unterschiedliche Bewegungsmuster, ganz unterschiedliches Bewegungsverhalten. Ne? Und so ein Markt, wie zum Beispiel in der Seitwärtsbewegung, wer da ohne Stopp handelt, der ist der absolute King. Der wird alle überperformen, die hier mit Stopp drin rumhandeln. Ja? Weil die mit Stopp handeln, permanent ausgestoppt werden. Die werden immer versuchen, oben einen Ausbruch zu handeln, legen den Stopp irgendwo unten dran, dann knallt er wieder unten runter, stoppt die aus. Die werden permanent mal ausgestoppt und kommen gar nicht auf ihre Punkte, um Profit reinzuholen. Derjenige, der ohne Stopp ist, sagt zu denen, ey, na, warum bist denn du so doof und handelst da die ganze Zeit mit Stopp? Das ist doch genial, das funktioniert doch super, mach das doch. Ja? Was hat er für ein Problem in dem Moment, wo er hier noch dick Short drin sitzt und das Ding oben rausspringt? Er kriegt das Ding nicht mehr zu, weil dann eben der Rücklauf hier in dem Moment fehlt, sodass er rauskommt. Ja? Zum Reinkommen reichen die Rückläufe dann, aber nicht mehr zum Rauskommen. Ne? Und das sind eben Sachen, das funktioniert auf kleiner Ebene, wie auf großer, wie auf ganz großer. Ich persönlich habe so für mich ausgemacht oder festgestellt, Verfallswochen sind bei mir Katastrophe. Ja? Also Wochen, wo Verfallstage sind, fallen mir persönlich unheimlich schwer. In diesem Monat scheint man es jetzt hier mal ein bisschen anders zu laufen. Ja, funktioniert irgendwie ganz gut momentan. Aber unterm Strich muss ich wirklich sagen, habe ich es noch nie bereut, wenn ich in Verfallswochen völlig die Fahrt rausgenommen habe. Ja, wenn ich voll Fahrt rausgenommen habe, da sehr passiv unterwegs gewesen bin, weil auch Verfallswochen ganz andere Strukturen haben. Ja, der ein oder andere erinnert sich vielleicht dran, was der DAX jetzt die letzten Tage so gemacht hat. Sieht man jetzt auf der Analyse hier leider nicht. Aber da gab es auch Intraday, einfach mal so Punkte. Da ist der Markt auf 3 5-Minuten-Kerzen 60, 70 Punkte nach unten gesteuert. Man dachte, die Welt bricht zusammen. Ja, im Grunde ist es ein technischer Impuls nach unten, also ein Trendwechsel wird angezeigt vom Markt, von den Marktteilnehmern, der dann gar nicht kommt. Ja, er läuft dann einfach wieder nach oben. Das heißt, das sind dann viele Fehlsignale, die kommen in Verfallswochen. Und ja, das ist letztendlich, bin ich der Meinung, entstehen dadurch auch ganz unterschiedliche Muster. Und das haben wir eben auch auf großer Ebene, auf Jahresebene und so weiter und so fort. Ein Crashjahr wird anders verlaufen wie ein positives, wie ein Käuferjahr und so weiter und so fort. Ja, deswegen muss man immer alles, was man macht, jederzeit hinterfragen, jederzeit überprüfen, ob es denn noch funktioniert und sich gegebenenfalls auch den Markt halt einfach anpassen. Ja, dazu ist es natürlich auch wichtig, verschiedene Zeiteinheiten mal durchzugucken, auch mal in der Vergangenheit ein bisschen rumzustochern, wie lief das so ab, wie war das da, ne? Wie verhält sich so ein Wahljahr zum Beispiel. Ne? Das sind immer wieder typische Muster. Ja? Das geht auch weiter über saisonale Zyklen, dass man sagt, in Juni, Mai, September, ja, die laufen ganz anders wie so im November und im September, wo immer nochmal richtig reingepusht wird. Ja? Gut, okay. Also das erstmal so als Vorstellung zu unserer Analyse, wie man so eine Analyse werten kann. Das ist jetzt letztendlich das, was tatsächlich kostenfrei dasteht. Das verursacht uns jede Menge Arbeit.
Ja, sich jeden Abend hinzusetzen und das Zeug zu machen, sind gut 3 Stunden, die da weggefuttert werden. Dafür, um sich dann blöde Kommentare anzuholen, muss ich ganz ehrlich sein, hinterfrage ich regelmäßig, ob ich das tatsächlich noch mache. Aber es gibt halt doch einige, die auch mal nochmal Danke sagen. Es gibt auch viele, die sagen, die sich einfach mal bedanken, die sich freuen, denen es hilft. Und das war auch unser Antritt. Ja, also wir, vielleicht das noch dazu, Money Monkeys ist keine AG, ist keine große Firma, das sind ein paar Hanseln, die es letztendlich alle irgendwo halt zusätzlich machen, um anderen zu helfen, mehr oder weniger. Ne? Das ist kein riesen Geschäft, was dahinter steht. Wir sind auch keine Verbrecher, die irgendwo dann jemanden hinterherrennen müssen. Also sind wirklich überschaubare Strukturen bei uns und das resultiert eigentlich wirklich daraus, dass wir eigentlich alle, die bei uns sind, damit angefangen haben, kostenfrei halt einfach anderen zu helfen. Und das hat Spaß gemacht. Man hat gemerkt, dass man auch anderen helfen kann. Also auch ich habe das ganz besonders gemerkt, ne, dass es, wenn man nicht alleine am Markt ist, ja, wenn man jemanden hat, der einem nicht unbedingt sagt, dass man schlecht handelt oder dass man den einen Trade machen soll oder nicht, sondern einfach jemand, der sagt, mach mal ruhig, nimm mal raus, nimm mal Gas raus oder lass dir mal auszahlen, war noch eine gute Woche, machst einfach mal ein bisschen Pause, sowas, das hilft. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig, jemanden zu haben, der einen auch immer ein bisschen wieder runterholt, jemanden zu haben, der einen stabilisiert, aufbaut, aber auch runterholt, wenn man zu übermütig wird. Weil Übermut und Unsicherheit ist der Tod beim Traden. Der absolute Tod beim Traden, ja, ist einfach so. Ja. Wird sich der ein oder andere sicher schon mal bei erwischt haben. Ja, ein ganz typisches Szenario, man handelt, das ist jetzt so eine Performance-Kurve vom Tag. Man handelt, 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 kommt ein Profit, dann kommt man loser, Profit, 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 irgendwann 15 Uhr steht man da und sagt, so viel habe ich noch nie gemacht. Man macht Screenshots plötzlich von seinen Trades, die total offen sind, schickt die anderen Leuten und was kommt? Die Amerikaner kommen rein, treten das ganze Ding nach unten und plötzlich stehen deine Trades im Minus. Klassiker. Kann ich genug selber von zeigen. Hab auch noch schöne Screenshots aus der Vergangenheit. Na? Wissen Sie, was ich jetzt mittlerweile mache? Sobald ich auf die Idee komme, nur auf die Idee, nicht immer an den Screenshot drücke, sobald ich auf die Idee komme, einen Screenshot zu drücken, mache ich die Trades alle zu, ja, und beende den Handelstag. Weil es sind einfach typische Punkte, an denen man zu übermütig wird, an denen man zu zuversichtlich wird, an denen man ja ein bisschen überwältigt ist und nicht mehr rational handeln kann. Ja. Und das ist letztendlich dann der Punkt, ja, wo meistens immer der Dreh in die andere Richtung geht. Und was dann hier unten passiert, hängt dann von der persönlichen mentalen Verfassung ab. Weil es gibt tatsächlich die, die das dann hier noch schaffen. Aus. Das gibt's. Habe ich früher auch oft genug hingekriegt. Du hast den absolut geilsten Tag, manchmal sogar noch am nächsten Tag und zerhaust dir dann das kleine Depot, mit dem du da rumzockst. Ja, das ist keine Seltenheit. Kommt oft genug vor. Ja, kriege ich auch immer. Ich meine, wir haben nun durch den Dienst, wir kriegen unheimlich viel mit, wie Leute handeln, auf die unterschiedlichste Art und Weise. Ne? Weil dadurch, dass wir so viele Leute im Dienst haben, die uns natürlich auch irgendwo mal einbeziehen, kommt man schon ein gutes Gefühl, wie alle Leute so unterwegs sind. Und das ist immer wieder das Gleiche. Ja, ich erkenne mich auch in so vielen Sachen wieder, die ich gemacht habe. Ne? Ich kann mich noch gut daran erinnern, 2012 habe ich mal einen Trade in Silber gemacht. Ja, der Trade, der lief, gekauft. Immer wieder gekauft, verkauft, verkauft, ging gut. Und auf einmal brachte er so durch. Richtig dynamisch, druckvoll. Position stand ziemlich schlecht. Ja. Zweite Position reingelegt, weil habe ich da oben auch immer schon gemacht. Hat der übel, das hat richtig lange gut geklappt. Ich glaube, fast 2 Monate habe ich damit auch gute Gewinne anhäufen können. Aber hier jetzt plötzlich nicht mehr. Was kam? Ich habe eine zweite Kaufposition quasi reingesetzt. Habe hier versucht, den Trade dann rauszuholen, dann war der so an einem Niveau, wo ich den hätte zu null abstauben können. Dachte ich mir aber, naja, jetzt kommt er hier eh wieder, jetzt lässt du das kurz laufen. Was war passiert? Na, nix da, ging er weiter runter. Richtig ruckartig. Dann hatte ich unten irgendwo gedreht, ich habe nochmal was reingelegt. Dann kam nochmal so ein richtiger Bruch, wie auch hier, quasi im gleichen Ausmaß, wo ich erstmal so ein bisschen auf Distanz war. Ja, Ende vom Lied war, der ging über die ganzen nächsten Tage einfach so und so. Ja, irgendwann konnte ich mir das nicht mehr angucken, weil ich kriegte auch nette E-Mails von meinem Broker, dass mein Kapital langsam nicht mehr ausreicht, um das Ding zu fahren. Also, was habe ich gemacht? Nochmal ein bisschen was eingezahlt und nochmal eine größere Position unten reingestellt, weil der war ja schon echt weit gefallen. Ne? Da muss er irgendwo mal zurück. Ja, das habe ich dann noch 3, 4 Mal gemacht und dann war dann erstmal kurze Zeit aus mit Traden. Ja, dann war erstmal Ruhe im Karton gewesen. Und sowas ist mir im kleineren Stil, also mit Silber habe ich mich damals richtig, richtig, richtig übernommen gehabt.
Das hat mich schwer getroffen gehabt und das ist mir dann immer noch mal wieder passiert in einem ähnlichen Muster, sodass ich dann irgendwann von dem Trichter einfach weggekommen bin. Ja, also ich habe mir dann irgendwann abgewöhnen müssen, ja, weil es hat einfach nur Geld gekostet, diese Dinger nachzukaufen. Ja, das mache ich grundsätzlich so, also mache ich nicht mehr. Ja, und was noch dazu kommt, ist, dass es eigentlich damit alles angefangen hat, dass ich keinen Stopp drin hatte. Ja, seitdem ich einfach diese Dinger habe, ich meine, das ist ein unheimlicher Gewöhnungsprozess, sich so einen Stopp anzugewöhnen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Monate das bei mir gebraucht hat, bis ich das in den Kopf gekriegt habe, dass dieses Ding auch ernst zu nehmen ist, weil ich nämlich die ganze erste Zeit, in der ich dann versucht habe, mit Stopp zu handeln, direkt an dem Stopp halt wieder reingegangen bin. Ja, und dann halt den Stopp ein bisschen weiter drunter gelegt habe, dann hier reingegangen bin, Stopp runtergelegt habe. Ja, das ist aber sowas, das muss man entweder auf die harte Tour halt lernen oder man lässt sich es mal richtig erklären, richtig zeigen, wie man sich ausgehebelt kriegt. Man kriegt sich gut ausgetrickst, wenn man weiß, wo man ansetzen muss. Ja, es ist im Nachhinein, wenn man sich immer solche Sachen, ich kriege es ja nur auch immer per Screenshots von unseren Leuten gezeigt, ja, die sagen, ha, Martin, ich habe deine E-Mail gelesen und ich weiß, scheiße, und was mache ich denn jetzt? Ne, die schreiben natürlich dann immer hier unten. Wenn schon das ganze Schiff versenkt ist, die schreiben nicht hier oben, pass auf, ich werde jetzt da unten negativ pyramidisieren, was hältst du von der Idee? Nee, das macht da keiner. Weil dann würde ich den gleich hier oben sagen, ey, lass es bitte. Das hat, glaube ich, ein einzigster mal gemacht. Ja, der hat bei uns, da haben wir so einen Online-Kurs gemacht, der hat gesagt, er will im DAO so alle 100 Punkte in Short aufbauen. Da war der, wo steht er denn momentan? Bei 26.000, ich glaube, da war der bei 22 oder bei 21.000 und er wollte alle 100 Punkte halt einen Short reinlegen, weil er gemeint hatte, das ist zu übertrieben, was der macht. Ja, da konnte ich mal im Vorhinein abfangen, aber in der Regel kommen die Leute immer eher mehr so, wenn die ganze Position tot ist. Und das kann ich vielleicht so schon mal mitnehmen, ohne dass wir jetzt hier in dem Sinne ein Seminar machen. Sowas kriegen sie wirklich geheilt, nicht indem sie hoffen und warten, sondern wenn sie das absägen. Ja, sowas bin ich auch, ich sage das jedem, der das macht. Sowas komplett absägen, zumachen, ja, schließen, mit komplettem Verlust, so viel wie das auch ist. Und dann Stück für Stück halt hocharbeiten. Das kriegt man hin. Man kriegt sowas hin, wenn man mal auf der Performance-Depot-Kurve sagt, man hat hier gehandelt, dann hat man diesen richtigen fetten Batzer drin. Wenn man versucht, das Stück für Stück wieder rauszuarbeiten, das geht. Ja, in dem Moment, wo ich einfach Stück für Stück mir vornehme, auf die nächsten 6 Monate vielleicht diesen einen Tag rauszuarbeiten, dann habe ich den in 2 Monaten rausgearbeitet. Das ist wirklich so. Das funktioniert unheimlich leicht oder unheimlich gut, wenn ich mich einfach nur darauf konzentriere, kleine Gewinne reinzuholen, immer ein bisschen aufzuholen, bei Verlusten mich zeitig, schon sehr zeitig davon zu trennen, das eben nicht irgendwie zu hoffen und zu gucken und auszubauen, sondern nein, Schluss, ich habe damit hier böse auf die Nase gekriegt, das hochzuarbeiten. Und mit einigen aus dem Dienst oder auch bei den Seminaren, man hat ja doch immer mal so ein paar richtig, richtig böse Problemfälle und man kann es sich manchmal nicht vorstellen. Es gibt aber Leute, die machen sowas mit einem Depot, das 7-stellig ist. Ja, wenn man viel Geld verdient hat, ja, und das vielleicht bei demjenigen auch nur 10% seines verfügbaren Geldes ist, dann geht uns das genauso, wie wenn wir andere oder die eben nicht 10 Millionen im Jahr verdienen, ja, wenn diejenigen mit einem kleineren Depot und hier irgendwo 10.000 an die Wand fahren oder 20.000 hier wegsenken, ja, wenn in dem Moment, wo man das aber langsam hocharbeitet, ist man wirklich, und das stelle ich immer wieder fest, also wir machen meistens dann so Pläne, dass man sagt, okay, man probiert das auf 5, 6 Monate wieder rauszuarbeiten, Stück für Stück. Ich lasse mir dann auch manchmal Reporten von denjenigen, was sie so gemacht haben, wo sie stehen, wie sie zurechtkommen. Weil was funktioniert in diesem Moment niemals? Alles mit einmal aufzuholen. Ja, und das versuchen alle. Die suchen dann den einen Trade, der das mindestens genauso schnell ausgleicht, wie es reingekommen ist. Oder vielleicht wenigstens mit 2 Trades. Diese großen, ah, ja, und diese, das ist, der muss doch da jetzt 200 Punkte fallen, da kann ich doch jetzt hier richtig draufhauen. Ja, viele probieren auch aus diesem kleinen Move raus, sich nach oben zu beschleunigen, weil sie das Gefühl kriegen, sie sind wieder richtig gut. Sie können das. Ja, in dem Moment, wo sie hier aber viel Bums reingeben, vernachlässigt man immer das Risiko. Ne? Performance, die so geht, da ist immer nie das Risiko aus Rechnung getragen. Ja, und in dem Moment kommt dann meistens immer der Schlag wieder nach unten und man steht letztendlich weiter. Und dann muss man ganz klar sagen, ab dem Moment, wo man beim Trading ein Szenario fährt, das einen, wenn hier die Null ist, immer wieder nach oben bringt, aber immer wieder hierhin zurückführt und man nachzahlen muss, man wieder einzahlen muss auf das Konto, ist man Verlierer.
ja, ist letztendlich ein Verlierer. Man kommt da nicht raus. Ja, und deswegen ist es eben wichtig, dem Risiko Rechnung zu tragen. Und da bin ich eigentlich hergekommen, ich bin vollkommen abgeschweift. Da ist eben noch so ein bisschen ein Fokus, den ich halt insbesondere im kostenpflichtigen Bereich halt eben mit unseren Leuten auch mit abdecken kann. Dass man eben dahingehend auch ein bisschen sensibilisiert, ja, dass man die Risiken klar aufzeigt, dass man guckt, wo, wie kann sich das jetzt noch auswirken, damit eben jemand, der hier jetzt richtig fett dagegen gehauen hat, gar nicht erst auf die Idee kommt, dass das Ding komplett wieder zurückrennt. Weil wir dann eben sagen, der kann auch noch bis da, bis da, bis da, bis da und bis dahin fallen. Ja, und dann kommt man meiner Meinung nach gar nicht erst großartig auf die Idee und wird insofern schon wieder ein bisschen geschützt, da eben Blödheiten zu machen. Ja, gut, dann soll es das soweit zur kostenfreien Methodik sein oder zu dem, was wir eben kostenfrei anbieten. Und ich würde in dem Sinne jetzt hier einfach mal ein bisschen vorstellen, was man bei uns eben jetzt unter der nicht kostenfreien Rubrik versteht. Ja, und ich möchte das eigentlich unterteilen in zwei wichtige Punkte. Das sind einmal die Seminare. Ja, das heißt, wir machen grundsätzlich zweimal pro Jahr vor Ort ein Seminar und es gibt auch bei uns eine Aufzeichnung von dem letzten Seminar in Frankfurt, das ist im Februar 2018 gewesen. Ja, kann man sich auf unserer Seite zugute führen. Ich würde trotzdem aber, falls da jemand Interesse hat, immer empfehlen, vor Ort vorbeizukommen, weil es einfach auch, es ist persönlicher. Man kann auch mal in den Pausen miteinander reden, ne? Da geht nicht einfach der Bildschirm kurz aus. Also so gefühlt, finde ich, sind die Pausen immer fast das Wertvollste an einem Seminar. Ne? Deswegen machen wir auch immer kleine Gruppen, also wir sägen auch ab, da ist dann bei maximal 15 Teilnehmern ist Schluss, kommt dann keiner mehr mit hinzu. Und dass man eben auch die Möglichkeit hat, mal mit jedem zu sprechen. Ja? Geht über zwei Tage halt immer ein ganzes Wochenende und die Inhalte sind halt im Grunde genommen dann eben das, vieles von dem, was wir jetzt hier schon ein bisschen durchgesprochen haben. Wir vermitteln erstmal die kompletten technischen Grundlagen, damit jeder in der Lage ist, eine klare Analyse zu machen. Ja, damit jeder versteht, was er eigentlich macht. Ja, damit man versteht, wie kommen die Kurse zustande, was bedeutet das jetzt, wenn die Kerzen da nach oben länger sind, wenn nach unten. Das klingt jetzt erstmal banal, ist aber, wenn man es im Seminar hört, nochmal eine ganz andere Schippe. Halt, ne? Wir gehen Formationen durch, wir gehen vor allem die Trenderkennung durch, halt, ne? Dass jeder, und das fordere ich dann auch im Seminar tatsächlich ab, mir in einem Chart klar sagen kann, ob man da jetzt besser Longs oder Shorts aufbaut. Ja? Weiterhin Kurszielbestimmung, auch das ein ganz großes Problem, von mir auch früher gewesen. Ja? Bis wohin halte ich denn so einen Trade? Wo setze ich meinen Stopp? Ja? Viele haben halt das Problem, die Dinge einfach zu früh abzusägen. Oder sie wollen sie zu lang laufen lassen. Das ist beides ungesund. Ja, man muss da einen relativ gesunden Mix kriegen und den kriegt man nur, wenn man ein technisches Bild vor Augen hat. Das hilft einem ungemein. In dem Moment, wo man sich mit technischen Hilfsmitteln dort was setzen kann, ist das nämlich richtig im Kopf, was man da macht. Und dann ist es auch egal, wenn der noch 45 Punkte weiter oben drüber läuft, weil es war richtig, was man gemacht hat. Und in dem Moment, wo man richtig etwas vor sich rechtfertigen kann, handelt man selbstbewusster. Und in dem Moment, wo man selbstbewusst handelt, ist Unsicherheit weg. Und Unsicherheit ist das, was wir eben im Trading nicht haben wollen, weil Unsicherheit ist tödlich. Unsicherheit führt dazu, dass man letztendlich die Verluste zu lange laufen lässt und die Gewinne viel zu zeitig absägt. Oder andersrum, auch dass man die Gewinne viel zu lange laufen lässt und die nie aberntet und immer die Verluste sich anhäuft halt, massiv. Ne? Gibt es in beide Richtungen. Ja? Zweiter Punkt vom Seminar, was sich dann meistens immer eher auf den zweiten Tag konzentriert, sind dann eben, dass man Handelsprodukte durchgeht. Ja, der eine oder andere, beziehungsweise nicht der eine oder andere, ich möchte behaupten, fast alle, haben neben dem Trading noch irgendwas anderes zu tun. Ich kenne auch gar keinen, der den ganzen Tag nur zu Hause sitzt und tradet. Also ich würde es auch niemandem empfehlen, den ganzen Tag nur zu Hause zu sitzen und zu traden. Also ich habe das lange genug probiert, das funktioniert auch nicht. Man macht viel zu viel Dummheiten, man kommt auf blöde Ideen, man sucht Sachen im Markt, die gar nicht da sind, weil man sagt, okay, jetzt hast du hier 8 Stunden davor gesessen, irgendwas musst du heute mal noch handeln und dann machst du das. Und das ist gefährlich. Also man sollte schon noch irgendwas haben, mit dem man sich nebenbei beschäftigen kann oder auch hauptsächlich beschäftigen kann und sich eben auf selektive Punkte im Markt bewegt. Ja, und deswegen gehen wir eben die Handelsprodukte durch, weil da nämlich gravierende Unterschiede dann auch zustande kommen. Es eignet sich nicht jedes für jeden. Risikomanagement, ganz großer Posten. Seminar, also das ist eigentlich mit das Wichtigste, ja, weil Risikomanagement letztendlich entscheiden lässt, ob jemand erfolgreich ist oder nicht. Trading Setups, Physiologie auch, jetzt habe ich schon geklickt, Trading Fehler, bisschen Selbstoptimierung, ja, dass man guckt, wo ist das Optimum, wo ist das persönliche Optimum. Ich habe zum Beispiel, ich habe da immer einen Ansatz, mit dem ich das quasi anhand vergangener Trades
relativ gut ermittle und habe zum Beispiel bei mir festgestellt, dass ich meine Trades zu lange gehalten habe, dass ich zu viel aus meinen Trades wollte, dass es erfolgreicher war, wenn ich meine Trades, die ich so aus dem 5-Minuten-Chart rausziehe, wenn ich die bei maximal 50 Punkten absäge. Und seitdem ich mich danach gerichtet habe, ist es auch deutlich entspannter geworden. Ja? Gut. Das dann dazu, Seminare. Das andere ist unser Premium-Dienst. Ja, davon haben wir jetzt schon immer mal wieder ein bisschen kurz gesprochen. Unser Premium-Dienst kostet 69,90 pro Monat für den DAX, für die DAX-Analysen. Ich denke, damit ist man schon ganz gut versorgt. Das Ding ist jederzeit kündigbar. Also ich habe das vorhin schon mal angesprochen, ne? Bei uns ist keine riesen Firma dahinter. Das sind ganz überschaubare Strukturen. Das heißt einfach ein kleines Mail und das Ding ist gekündigt. Wenn da mal jemand keine Zeit mehr zum Traden hat oder wie, oder was, 7 Tage Testphase haben wir mit drin, das heißt, man kann auch 7 Tage erstmal reinschnuppern. Wir haben natürlich trotzdem, wir fordern schon bei der Buchung der 7 Testtage natürlich auch schon einen Zahlungsweg mit ab. Ich kann mir vorstellen, dass das den einen oder anderen abschreckt, wenn er sich einwählt und plötzlich angeben muss, ob er Überweisung oder PayPal-Zahlung, die Zahlung schon einrichten muss, obwohl er ja erstmal nur testen will. Aber es ist natürlich, um auch uns ein bisschen zu schützen, damit da nicht lauter Fake- und Dummy-Konten reinkommen, ja, die dann irgendwo mit zigtausend E-Mail-Adressen sich hier bei uns einfach durchschnorren. Ja, das wollen wir halt. Dafür ist das eben da. Und bei uns ist letztendlich so, wenn mal jemand vergessen hat zu stornieren oder zu kündigen, ja, ist das auch kein Thema. Ja, kurzes Mail und das ist zurückgebucht. Haben wir ab und an schon durchaus gehabt, dass jemand gesagt hat, ah, hier und eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit mehr und ich habe jetzt hier ein neues Projekt und ich habe einen neuen Laden aufgemacht und ich komme überhaupt nicht mehr zum Traden und ich würde das gerne mal einstellen für 3 Monate, vielleicht komme ich dann wieder und dann ist es überhaupt kein Thema. Ja, also wenn da jemand vergisst, wir sind da wirklich keine AG dahinter, die da irgendwo Aktionäre ausbezahlen muss. Gut. Ja, ich denke auch 7 Testtage, die sind ganz gut. Was sollte man in den 7 Testtagen machen? Man sollte erstmal nicht alles mithandeln. Ja, das sage ich auch ganz klar. Ich bin grundsätzlich eigentlich kein Freund, dass Leute unsere Setups nachhandeln. Aber da kommen wir im Einzelnen dann auch nochmal zu, wenn wir das Ganze aufbauen, weil ich weiß, wie ich damals rangegangen bin, als ich mir professionellere Hilfe damals gesucht habe und quasi auch andere Services ausgetestet habe. Wie funktioniert es denn? Der Martin zum Beispiel, ich kann Ihnen sagen, aktuell jetzt mit dem Teilverkauf, den wir gemacht haben, liegt unsere Elisa von der Equity-Kurve her im absoluten Allzeithoch. Ja, das heißt, unsere Performance im Dienst beläuft sich momentan auf ein Allzeithoch und ist so hoch wie noch nie. Ja, so einen Punkt hatten wir schon einmal, ja, nach der Invios Trading WM. Ja, nach der Invios Trading WM hatten wir auch ein schönes Allzeithoch markieren können Mitte Februar. Was dann mit unserer Performance kam, die ganzen Leute sind bei uns in den Dienst reingeströmt, haben alle das Zeug mitgehandelt. Und was kam mit unserer, was mit unserer Performance in dem Moment passiert? Unsere Performance ist in einen Drawdown gerutscht. Ja? Hat der ein oder andere schon gehört, gehört überall mit dazu, gibt es ja beim privaten Handel auch. So, ja, das heißt, unser Dienst ist in die Konsolidierung gegangen. Hat auch gut was auf die Nase gekriegt, muss ich auch ganz ehrlich so sagen. Wir haben auch einen strukturellen Fehler in dem Moment gemacht, weil wir ab dem Punkt gesagt haben, das System, was wir hier drin hatten, hat uns so überzeugt und war so gut, dass wir es nicht mehr bewerten, sondern grundsätzlich freigeben. Ja, wir haben zum Beispiel 11.30 Uhr immer konstant einen Trade gemacht und haben immer jeden Tag gesagt, wir gehen da long oder wir gehen da short oder wir lassen das. Ja, das haben wir eine ganze Weile gemacht und das hat letztendlich bis zu dem Allzeithoch hochgeführt. Ja, wir haben nachträglich dann geguckt und bewertet und gemerkt in unseren Auswertungen, dass das System ohne unsere Einschätzung viel besser gelaufen wäre. Ja, deswegen haben wir an dem Punkt gesagt, wir lassen das System jetzt durchlaufen, wir geben dem freie Hand, machen jeden Tag diesen garantierten Trade und das hat sich sehr lange hingezogen, dass unsere Performance runtergegangen ist. In dem Moment war natürlich hier die Masse der Leute reingeströmt, ja, kannte unseren Dienst nicht, hat mitgehandelt und hier auch ein bisschen mit auf die Nase bekommen. Ja. Letztendlich an einem Punkt, wo man dann durchaus auch mitgekriegt hat, dass die Leute jetzt aufgehört haben, diese Sachen mitzuhandeln, ja, was relativ spät dann allerdings auch erst war, fing plötzlich unser System an, wieder zu greifen. Ja? Das heißt, wir haben an dem Punkt wieder eine Performance reingekriegt, die letztendlich dazu geführt hat, dass wir jetzt ein Allzeithoch machen. Jeder Trader und jeder professionelle Trader, jeder Signaldienst und alles, was auch immer, hat genauso Zyklen wie der Markt. Es geht nicht immer nur aufwärts. Es geht auch nicht immer abwärts. Es geht hoch und runter.
Wo ist aber für jemanden Außenstehenden das am attraktivsten? Genau hier. Ja, auch jemand, der vielleicht seine Sachen bewirbt, wird definitiv nicht hier die große Klappe aufreißen und sagen, mein System ist das Beste, bucht euch mal alle bei mir ein. Sondern er wird zu dem Zeitpunkt sagen, pass auf, wir haben hier eine solide Basis, wir machen gute Arbeit, guckt es euch einfach mal an. Wie ich jetzt auch hier dastehe und sagen kann, wir machen wirklich gute Arbeit. Ja, ich bin davon überzeugt, dass wir mit dem, was wir machen, unseren Nutzern sehr gut helfen kann. Ich habe aber auch enorme Befürchtungen davor, dass die Leute jetzt zu selbstverständlich mit unseren Trades umgehen. Was machen wir persönlich, wenn wir merken, die Dinger laufen nicht mehr an? Wir nehmen Gas raus, wir nehmen die Size raus, ja, wir nehmen das Risiko raus, wir handeln nicht mehr viel. Damit sich diese Entwicklung von unserer Trefferquote nicht auf unsere Performance, auf unser Depot auswirkt. Das heißt, wenn man mal das bewertet mit einer Depotentwicklung, diesen Zyklus, muss es so sein, dass man hoch zu, so gewinnt, rück zu, kriegt man natürlich im ersten Moment nochmal auf die Nase, weil man hier noch mit vollem Einsatz dabei ist. Ab dem Moment, wo man aber merkt, es läuft nicht mehr, nimmt man jetzt hier Fahrt raus und wird dann flacher. Man macht weniger Trades, wird insgesamt unattraktiver und dann kommt wieder der Punkt, an dem es gut greift und man gibt hier wieder ein bisschen mehr Gas, legt so rein. Und so muss es funktionieren. Das machen wir selber so. Jemand, der aber das bewertet, der da reinkommt, der da zuguckt, der das vielleicht sich von inspirieren lässt, macht es genau andersrum. Der fängt hier volle Hütte an mitzuhandeln und hört hier auf. Der guckt sich dann an und sagt, hey, wo hat denn der jetzt 30% in einem Monat gemacht? Der fängt hier dann wieder an mitzuhandeln, muss doch funktionieren und wundert sich, warum er plötzlich wieder nur Schläger dazwischen kriegt. Ja? Das heißt, ich zeige Ihnen das auch gleich. Dann an den konkreten Einsätzen. Es gibt tatsächlich hier auch mal Folgen, dass mal wirklich was schief geht, dass mal eine Woche, 2 Wochen, dass auch mal einen Monat oder 2 Monate was schief geht. Ja, wichtig ist aber, dass man sich sowas bewusst ist. Das ist auch privat so, das ist auch auf dem eigenen Depot so. Ich persönlich darf mich voll dahinter schreiben, dass es immer wieder so Phasen gibt. Heute zum Beispiel, ein Tag, hätte ich privat nichts auf dem Depot handeln dürfen. Früh aufgestanden, erstmal halb verschlafen, das nicht gewesen, es ging schon los. Duschbad stand nicht in der Dusche. Ja? So, alles wieder ausmachen, abtrocknen, Duschbad holen. Wieder rein, tack, raus. Kein Parkplatz gefunden am Bahnhof. Zugverspätung. 10 Minuten Verspätung in Magdeburg, weitergefahren. Hannover, der Zug 40 Minuten Verspätung. Ich schon auf die Uhr geguckt, gedacht, na, ob das hier mit den IB-Days noch was wird. Man war einfach aufgeregt. Man hatte eine Unruhe, eine gewisse Unruhe in dem ganzen Tag drinne. Ja, der ganze Tag lief einfach von Anfang an komisch. Er lief unsauber. In dem Moment, wo ich dann einen Trade platziere, bin ich nicht neutral. Ja? Und dann passiert ganz schnell das, oder was ich noch sehr gut aus alten Zeiten kenne und was meine Freundin auch hundertprozentig unterschreiben kann, dass sich das sowas exponentiell noch erweitern kann. Ja? In dem Moment, wo ich einen schlechten Tag habe und anfange zu traden, laufen die Trades auch schief. Und der Tag wird nicht besser. Der Tag wird richtig scheiße. Ja? Weil man dann natürlich auch noch die Trades entsprechend vergeigt. Dann hat man so eine Wut in sich, dass man auch mit Krampf versucht, vielleicht sowas noch zurechtzuholen. Ne? Und dann haut man sich immer weiter nach unten und irgendwo ist man an einem Punkt angekommen, wo man sagt, ah, Katastrophe. Ja, andersrum funktioniert das genauso. An einem guten Tag, man ist euphorisch ohne Ende. Ne, ich habe auch so gemerkt, wenn man immer im Markt drin ist, ist das auch etwas, diese Welle, die macht man emotional mit, in dem Moment, wo man hier mit einer Position drin sitzt. Ja, zum Beispiel, oder sagen wir mal, wir gehen hier long. Und sitzen den über Wochen aus. Mit einer extrem hohen Positionsgröße, die einfach zu groß ist. Dann sind wir hier äußerst euphorisch, weil wir einen hohen Gewinn haben. Und ab hier werden wir launisch. Ja? Da kann kommen, wer will, und uns von der Seite anblöken. Da gibt es einfach blöde Antworten. Ja? Man geht viel zu launisch dann mit. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen, wer sich dabei ertappt, dass man zu hohe Positionsgrößen hatte. Ja, also ich habe das gut in den Griff gekriegt, indem ich einfach den Pfad rausgenommen habe, ja, und nicht mehr die ganze Zeit im Markt bin. Sowas belastet nämlich unheimlich. Aber gut, ich wollte Ihnen eigentlich jetzt hier zeigen, unseren Premium-Dienst. Was machen wir hier? Sie sehen schon, hier sind ein paar Sachen aufgereiht. Wir haben relativ neu drin, seit März, also grundsätzlich unser Dienst ist auch relativ neu. Wir machen das jetzt erst seit letzten Jahre, wann haben wir angefangen? April. Ja, also jetzt gibt es uns 1 Jahr und ein paar Monate. Und kommt immer ein bisschen was dazu. Wir nehmen auch manchmal ein bisschen was raus, je nachdem, wie es halt angenommen wird und wie der Bedarf halt auch bei den Leuten da ist. Ne? Deswegen sind wir auch immer für jegliches Feedback dankbar, was wir bekommen,
was hilft, was man vielleicht noch besser machen könnte und so weiter und so fort. Wir haben jetzt das MetaTrader-Plugin integriert bei uns. Und mit dem MetaTrader-Plugin haben wir halt die Möglichkeit, dass Sie sich, wenn Sie unser Plugin, das kriegen Sie bei uns im Dienst kostenlos mit dazu, können Sie es kostenlos ziehen, können Sie halt das einfach bei sich dann in den Chart reinziehen. Und in dem Moment bekommen Sie unseren Chart synchronisiert auf Ihren Chart. Ja, Sie sehen dann Ihren Chart oder unseren Chart bei sich drin. Dann gibt es Momente, in denen wir zum Beispiel solche Zonen einzeichnen, die wir dann als Verkaufszonen ansehen im kurzfristigen Bereich. Also es ist wirklich 5-Minuten-Ebene jetzt hier. Das ist ein sehr kurzfristiger Bereich, in dem wir dann agieren und auch Signallinien setzen, Pfeile setzen, Reaktionspunkte setzen, je nachdem natürlich, wie aktiv und wie sauber der Markt auf 5-Minuten-Basis läuft. Ja, jetzt, ich kann zum Beispiel sagen, die letzten Tage haben wir kaum was in dem Plugin mitverteilt. Es ist Verfallswoche. Ich kann da viele Sachen einzeichnen, aber wenn ich sie nicht selber handeln soll, warum soll ich es den Leuten vorschlagen? Ja, mache ich nicht, weil es ist einfach, ich würde es selber nicht machen und dann würde ich auch da nichts einzeichnen. Und deswegen ist da jetzt ein bisschen Ruhe über die Tage. Aber man sieht zum Beispiel jetzt hier, wir zeichnen dann einfach hier eine 480, das war für uns ein wichtiges Rücklauflevel und dann läuft der Markt das halt an. Ja, läuft dann los. Ich muss natürlich dazu sagen, ich habe jetzt hier das Beste ausgegraben, was ich finden konnte. Ich denke, das versteht sich von selber. Ja. Aber dann sehen wir zum Beispiel solche Punkte und setzen dann weitere Rücklaufmarken. Hier sehen Sie übrigens das gleiche Prinzip, was ich vorhin schon mal erklärt habe. Ja. Wir haben markante Tiefs, markante Punkte, in denen wir dann so eine Rücklaufposition setzen. Was macht der Markt? Wir warten natürlich hier ab. Wir hauen nicht hier unten weitere Shorts rein, sondern warten ab, ob er die Rücklaufzone anläuft und die hat er angelaufen, nimmt die an, zieht sich weiter runter und fertig. Na, dieses Plugin können Sie sich dann in alle Charts reinziehen, die freigegeben sind, das heißt auch in den Nikkei, in den Dow, wenn mit dazu gebucht ist, die Forex-Werte, Kryptowährungen haben wir mit drin, ja, also die, da schaue ich auch gerne mit drauf. Ja, ich weiß gar nicht, was noch alles drin ist. Also es sind ein paar Charts, wo man sich dann einfach reinziehen kann und einfach unseren Chart synchronisiert. Dann bekommt man die wichtigen Linien gezeigt, die wir sehen, die kann man mitnutzen. Und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut, weil ich sagen muss, dass diejenigen, die unser Plugin haben, also ich muss da seltenstens jemanden rausnehmen. Ja, also das, ich denke, das spricht dann auch für sich, weil also ich glaube, das gut funktioniert. Dann unser Elisa-System. Elisa-System ist einfach, basiert so ein bisschen auf meinen Regelwerken, auf meinen privaten Regelwerken, die ich letztendlich mit denen ich den Dienst hochgezogen habe. Und hier unterteilen wir TAs und ZTs. Grundsätzlich kriegen Sie alles, außer jetzt das Plugin, bei uns per Mail. Alle Informationen, die irgendwo relevant sind, bekommen Sie immer per Mail. Wir haben auch verschiedene Testkonten, das funktioniert ganz gut. Also es ist, wenn die Konten richtig eingestellt sind, haben Sie das eine Minute, nachdem wir auf Senden geklickt haben, da. Und da wir auf 5-Minuten-Ebene arbeiten, reicht das locker. Ja. Vorausgesetzt natürlich, die Konten sind richtig eingerichtet. Aber das ist dann zum Beispiel, sieht das so aus. Ne? Sie kriegen dann eine Mail, das ist jetzt bloß ein Ausschnitt von der Mail, da hängt noch unten viel mehr dran, noch ein bisschen Erklärung und so weiter, in der halt einfach vorgestellt wird, dass man hier, dass wir jetzt zum Beispiel im Dow Jones, einen Longplan zu 25.900, der hat leider nicht gegriffen, 25 Punkte verfehlt das Ding, aber zum Beispiel hier auch unseren Long, den wir zu 11.89 eingestellt haben, den Stopp hatten wir hier zu 11.935 gewählt und dann sieht man hier auch unsere Ziele, mit denen wir eben Teilverkäufe realisieren konnten, dann 12.020, 12.100. Das dritte Ziel wird dann in der Regel meistens später noch bekannt gegeben, um hier eben mit dem Trade, mit dem Trend ein bisschen laufen zu können. Dazu kommt unsere, also das erstmal hier so ein Beispiel, wie das dann aussehen kann. Hier haben wir zum Beispiel ein FTSE geschortet, den DAX mit geschortet, also runtergefallen ist. Dann sieht man auch mal, dass die Dritten durchaus auch mal 300 Punkte und so weiter erreichen können. Ist aber nicht die Regel. Ja, die TAs ziehen sich auch manchmal eine Weile, bleiben länger liegen. Und deswegen haben wir auch damals gesagt, weil viele gesagt haben, mach doch mal jeden Tag irgendwie einen Trade, mach doch mal. Und ich immer gesagt habe, nee, will ich nicht, finde ich nicht gut. Wir haben dann später was gefunden, was wir eingeführt haben. Das ist dieses ZT-System, wodurch wir dann jeden Tag 11.30 Uhr quasi einen Trade absetzen. Und das ist aber wirklich was, wo ich sagen muss, das muss man auch mit Vorsicht dran nehmen. Also ich sehe es immer wieder, dass die Leute zu euphorisch werden. Das Ding, das knallt 6, 7 Mal hintereinander, knallt das 30 Punkte rein und die sagen, oh, super geil und jetzt erhöhe ich die Size. Na, da kriege ich sofort, das funktioniert nicht. Das wird nicht funktionieren. Danach kommt dann nämlich irgendwo wieder ein Verlust. Ja. Hier sieht man jetzt zum Beispiel mal hier einfach 30 Punkte immer wieder hintereinander getroffen und dann gibt es halt auch Tage, dann knallt das 4 Mal hintereinander raus. Ja, und im Strich läuft es profitabel, sonst wird man es nicht mit in den Dienst reinnehmen. Aber man muss halt sowas vorsichtig nehmen. Und ich weiß, wie es ist. Ich habe es selber damals erlebt. Man handelt immer die Loser mit. Und die ganzen Gewinner nimmt man nicht mit. Oder man sägt sie viel zu zeitig ab. Ja, und deswegen bin ich grundsätzlich nicht so ein Freund,
das alles eins zu eins mitzuhandeln. Also ich würde schon jedem empfehlen, selber am eigenen Setup zu arbeiten und unsere Ansätze hinzuzuziehen. Oder eins zu eins durchzuziehen, aber das steht niemand durch, weil man in der Regel bei so einem Drawdown immer abhaut. Ja? Man verliert dann das Vertrauen in das System und kriegt diesen Schub nach oben dann nicht mit. Ja? Gut, und das jetzt so zu unserem ELISA-System. Dann vielleicht noch zu unseren Wizard-Zonen. Die Wizard-Zonen sind eher mehr für die, vielleicht nicht ganz Anfänger, sondern schon für die professionelleren Marktteilnehmer, die bei uns auch mit im Dienst drin sind. Hier zeigen wir einfach ganz wichtige, markante Cluster-Zonen im Chart auf. Da kommt dann einfach so eine Mail und da steht jetzt hier zum Beispiel mal, im Forex ist es mehr, im DAX haben wir es ein bisschen zurückgefahren, weil da genug andere Action drin ist. Dann bekommt man einfach so eine Mail, wo, eigentlich auch eine pro Tag manchmal, manchmal sogar zwei, aber eher eine, wo dann einfach so eine Widerstandszone aufgezeigt wird. Ja? Und die liegt dann drinnen, da ist auch nichts zu gesagt, da ist auch kein Stopp, kein Take-Profit, weil wir mit dem natürlich animieren wollen, dass die Leute ihre eigenen Setups ausarbeiten. Ja? Wir geben die Zonen vor, zeigen auch, dass sie immer wieder gut reagieren und möchten aber dahin ambitionieren, dass die Leute selber tüfteln. Und das gelingt uns. Ja? Wir haben viele, viele Teilnehmer drinnen, die sich sogar eigene Sachen geschrieben haben, die diese Zonen aus den E-Mails per Programm auslesen, verarbeiten und in ihre Ordermaske per Skript übertragen und darauf Setups gefestigt haben. Ne? Das ist genau der Antritt, den wir auch gehabt haben. Wer da überhaupt nichts mit anfangen kann im Dienst, da gibt es auch eine kleine Erklärung von uns einfach, wie man es handeln kann, wenn man selber sich nicht die Mühe machen will und da auszutüfteln kann. Und dann, das sind dann so Sachen, die kommen dann halt auch, die knallen dann auch richtig. Es ist natürlich auch hier jetzt, das ist jetzt von gestern, glaube ich, etwas, was man zum Beispiel gar nicht hätte handeln können, weil es irgendwann erst in der Nacht angelaufen ist. Ne, es ist jetzt eine schöne Darstellung. Es gibt natürlich auch hier welche, die einfach durchlaufen werden. So, ne, wir sind keine Götter. Wir machen das, wir kriegen nicht die absolute 100% Trefferquote hin. Aber was im Wizard passiert, ist schon wirklich erstaunlich, weil der nämlich zusätzlich zu dem, was ich erklärt habe von den Ansätzen, noch ganz andere oder viele andere Sachen noch mit hinzuzieht, die dadurch natürlich eine sehr hohe Trefferquote einfach aufweisen. Das ist Fakt. Ja? Gut, die Wizard-Zonen in dem Sinne, dann natürlich unsere Marktupdates, das sind im Prinzip einfach Mails, wie unsere Analyse vom Tag, an der einfach nochmal geschrieben wird, ich denke, der Markt kann jetzt hier, ne, jetzt liegt er zum Beispiel bei 12.229, würde ich jetzt quasi ein Marktupdate rausschicken oder wir würden ein Marktupdate rausschicken, in dem halt einfach gesagt wird, pass auf, der liegt jetzt bei 12.229, wir haben momentan einen Hoch von 12.242. Es müsste jetzt im Prinzip noch davon ausgegangen werden, dass die 12.270 noch erreicht werden kann. Vielleicht nicht mehr heute, sondern morgen dann. Dazu müsste man den Xetra-Close 17.30 jetzt noch abwarten. Wir zeigen auch, wo unten jetzt wichtige Punkte sind, ja, wo man vielleicht einen Stopp ziehen sollte, wo man vielleicht auch nochmal einsteigen kann, falls man die Aufwärtsbewegung nicht mitbekommen hat, ne, wo jetzt so Rücksetzer-Level sind. Das sind einfach die Marktupdates. Das heißt, die bekommen von uns komplett über den Tag, das sind mal 5 Updates, das sind aber auch mal 10, je nachdem, wie sich der Markt natürlich bewegt, bekommen sie immer gesagt, wie wir gerade den Markt einschätzen. Ja? Also wie wir die Entwicklung momentan sehen und hier einfach uns verhalten würden. Ja, da schreiben wir auch mal rein, wir würden jetzt hier nichts machen. Wir sehen jetzt hier nichts. Ja, wir sehen jetzt hier einfach nichts, wir würden jetzt hier nichts machen. Oder aber, da ist eine gute Chance, ja, das sieht ganz stabil aus, das sieht gut aus, das war ein belastbares Tief, da kann man schon mal was probieren. Wenn der das jetzt schafft, dann schafft es bis da. Das ist halt voll vom Markt abhängig. Okay, gut, damit wäre ich eigentlich mit der Vorstellung soweit durch, was wir jetzt an kostenfreien und kostenpflichtigen Sachen anbieten. Ne? Kostenfrei die Analyse, entweder über Facebook oder die Portale wie investing.com oder eben unser YouTube-Channel, wo Sie sich gerne einblicken können. Das ist, was wir kostenpflichtig im Chartwizard machen. Dazu natürlich noch unser Seminarangebot. Und dann würde ich jetzt einfach nochmal mit Ihnen, einfach weil es interessant ist, würde ich jetzt mit Ihnen einfach nochmal hier ein bisschen durch den 2000er-Crash durchscrollen, weil wir natürlich hier von Investing her einen schönen Ansatz kriegen. So, wenn wir vielleicht das Bild mal kurz wegziehen könnten dort vom Monitor. Sehr gut. Und dann möchte ich Ihnen das hiermit zeigen. Denn mit dem ganzen Ansatz, den ich Ihnen erklärt habe, hoch, runter, hin und her, möchte ich Ihnen einfach mal zeigen, wie schwer es tatsächlich ist, wenn man nur denkt, dass etwas fallen muss,
das dann auch umzusetzen, indem wir zum Beispiel einfach mal den Crash von 2000 Revue passieren lassen. Wir gehen einfach mal Tag für Tag hier durch, Kerze für Kerze, wie man denn das Ding hätte einschätzen können. Ja, und dann würde ich einfach mal starten. Wir haben jetzt hier unabstreitbaren Aufwärtstrend, einen sehr intakten, sehr ausgeprägten, auch vielleicht ein bisschen heiß gelaufenen Aufwärtstrend. Ja, wenn wir uns jetzt hier Oszillatoren hinzufügen würden, würde man definitiv sehen, dass da alles schon heiß gelaufen ist. Man muss aber sagen, dass die Bewegung oben noch nicht so katastrophal aussieht und dass man jetzt hier denken würde, dass ein Crash kommt. Jetzt entwickelt sich es weiter. Ab dem Punkt, wo der Markt hier schon wieder hochkommt, ja, wo der Markt hier hinten jetzt schon wieder hochkommt, und vielleicht können wir es auch mal ein bisschen größer ziehen noch. Ab dem Punkt, wo der Markt hier hinten hochkommt, könnte man nun sogar schon von den ersten Analysten etwas ganz typisch und Markantes aufgezeigt bekommen. Wir haben nämlich eine dreiwellige Impulsbewegung, oder nicht Impulsbewegung, sondern eine dreiwellige Einleitung, dann dreiwellig hoch und sind jetzt hier nach unten gestoßen. Ja, da könnten die ersten schon auf die Idee kommen, wir haben jetzt hier eine klassische ABC-Formation gesehen. Ja, eine typische Welle 4, jetzt kommt die richtige Powerwelle nach oben. Ja, mit dem Hintergrundwissen würden wir Stand jetzt noch nicht davon ausgehen, dass hier der Crash kommt. Ja, wir wären jetzt hier noch relativ optimistisch, dass man vielleicht, also ich gebe es Ihnen auch zu, ich würde hier noch Long suchen. Ja, würde jetzt hier zwar langsam vorsichtig werden, weil wir eben neue Tieffolge haben, aber ich wäre nicht abgewillt, jetzt hier zu probieren, noch mit Long reinzugehen. Ja, jetzt machen wir mal weiter. Der Markt zieht auch tatsächlich jetzt nach oben an. Bestätigt jetzt erstmal, dass ich hier was machen will. Schlägt aber jetzt ein weiteres Tief drunter. Aber was passiert mit diesem Tief? Ja, was passiert mit diesem Tief? Dieses Tief wird extremst zügig wieder hochgedrückt. Das heißt, wenn wir in dem Moment jetzt hier schnell umgeschalten haben und gesagt haben, halt, wir wollten jetzt hier eigentlich Long suchen, aber der macht jetzt hier ein neues Tief, sollten vielleicht hier Shorts aufbauen, fällt uns jetzt eins auf die Füße, der Markt läuft schon wieder zurück. Ja, und nochmal im Hinterkopf, wir sind im Crash. Wir befinden uns in der Crash-Bewegung. Ja. Und was macht der Markt natürlich? Rennt volle Hütte nach oben durch. Er rennt richtig nach oben durch, obwohl er hier deutlich angetäuscht hat. Sodass wir jetzt hier durchaus wieder, huch, verklickt, sodass wir jetzt hier durchaus auf die Idee kommen könnten, dass sich hier nach oben was gibt. Es bildet sich sogar so ein kleines Flaggenmuster ab. Ja, wir sehen hier sogar so ein kleines Flaggenzeichen, ein Flaggen oder eine mögliche Flagge, wenn man es jetzt nicht ganz so steil kalibrieren würde. Ja, wenn man so rangeht, könnte man durchaus sagen, hier ist eine Flagge, die auch noch nach oben aufbrechen kann. Ja, und das Ding bewegt sich weiter. Und er kommt tatsächlich auch immer mal wieder nach oben und setzt uns jetzt aber ein neues Tief. Er zeigt uns jetzt durch Unterbieten des letzten Tiefs an, dass er durchaus hier einen intakten Abwärtstrend hat. Aber was macht er? Er läuft zurück. Und nicht nur ein bisschen. Der läuft eine volle Kanne zurück. Das heißt, wenn ich an diesem Tief großartig aktiv werde und sage, ah, jetzt und jetzt kommt aber der große Crash, dann habe ich das hier oben schon wieder aufgehört. Weil ich hier oben jetzt schon einen Trend gezogen habe und der hier gebrochen wurde. Ja, ist der Markt schon über diesen Trendbruch, macht seine klassischen Pullbacks 1, 2, 3, 4, 5 Mal drauf und bricht dann letztendlich unten irgendwo raus. Ja, aber auch das kommt jetzt hier erstmal nicht, stabilisiert sich über den gleitenden Durchschnitten, kommt nochmal hoch und drückt auch hier wieder massiv hoch. Wir reden hier von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wochen, in denen der Markt massiv hochgedrückt hat und hier jetzt sogar eine neue Hochfolge etabliert hat. Auf die neue Hochfolge hin dürften nun natürlich einige hier ein bisschen von der Bodenbildung sprechen, von der Range. Wenn die jetzt nach oben gelöst wird, würde sich dann viel Potenzial ausbieten. Das heißt, man versucht schon Longs aufzubauen und wir bekommen letztendlich ein kleines steigendes Dreieck sogar. Ja, wir bekommen hier jetzt eine Möglichkeit aufwärts zu schieben. Und was macht der Markt? In dem Moment, wo er oben einen Anbruch austäuscht, drückt er sich dann nach unten weg. Das heißt, selbst wenn ich hier auf der Long-Seite interessiert war, lädt er mich jetzt hier nach unten ein. So, was macht er aber hier unten jetzt wieder? Er kommt schon wieder zurück. In dem Moment, wo das Short-Signal klar ist, wo das Short-Signal da ist, drückt er sich erstmal wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Tage hoch. Das sind 2 Wochen. 2 Wochen sitze ich keinen Short auf, wenn ich unüberzeugt bin. Hinten raus kommt er dann. Aber auch hier sehen wir sehen wieder, ah, der Markt kommt hoch. Und jetzt, spätestens jetzt, hat sich bei den Marktteilnehmern auch eins im Kopf festgesetzt. Die Tiefs brauchst du gar nicht erst prozyklisch shorten, die kommt eh immer wieder hoch. Macht da keiner mehr dann. Es macht einfach keiner mehr. Und das sind dann die Momente,
in denen tatsächlich die meisten Analysten vermutlich auch nach oben zeigen werden, korrektives Verhalten aufweisen und sagen, der muss jetzt hier nach oben raus und die Marktteilnehmer auch gar keine Lust mehr haben, Shorts aufzubauen, weil er eh immer zurückläuft. Das sind dann die Momente, in denen er sich mal kurz nach unten gehen lässt. Wir schauen mal, ob es jetzt hier auch gelingt. Nein, er peitscht erstmal nochmal alle raus und er peitscht auch richtig alles raus. Das heißt, Sie sehen hier nochmal, selbst der Letzte, der hier noch Short-Interessen hat, wurde hier jetzt erstmal wieder über 2 Wochen lang völlig rausgetreten. Ganz dynamische, kräftige Tage nach oben. Und es dürfte jetzt keiner mehr großartig Lust und Interesse haben, hier was nach unten wegzushorten. Und wir kommen schon ins Jahr 2001. Ja, wir befinden uns jetzt schon ein Jahr, nachdem der Markt sein letztes Allzeithoch markiert hat. Ja, ähnlich vergleichbar fast mit einem DAX in wenigen Monaten, wenn er bis dahin noch kein neues Allzeithoch gerissen hat. So, wie gesagt, wir sind jetzt an einem Punkt, wo die Marktteilnehmer kein Interesse mehr haben, Short aufzubauen und der Markt dürfte sich jetzt langsam hier auch nach unten dann eben diese Chance nutzen. Wir sehen auch hier wieder ein Tief, was nach oben gedrückt wurde und auch hier wieder ein Tief, was nach oben gedrückt wurde und wieder einen Rücklauf und wieder einen Rücklauf und wieder kommt er hoch. Ja, und das ist genau das Prinzip, was ich eben im DAX auch vorgestellt habe für das grundsätzliche Agieren, weil er sich diese paar Momente, in denen er wirklich klare Trenddynamik aufzeigt, die lassen sich an so wenigen Tagen im Jahr abzählen, dass man wirklich aufpassen muss, dass man dort nicht mit dem falschen Maß agiert. Ja, ich würde jetzt hier einfach ein bisschen vorspulen, dass wir mal das sehen, aber ne, wir haben jetzt ein Jahr durch und man hat nicht ein wirkliches Tief mal richtig einen Short laufen lassen können. Selbst wenn man irgendwo prozyklisch die Shorts aufgebaut hätte, man hätte sie nicht laufen können. Und jetzt sehen Sie, nutzt der Markt dann hier Februar, März 2001 mal die Chance und drückt sich mal nach unten. Und auch da muss man dann sagen, na komm, Junge, jetzt glaube ich ja beim Zuschauen selbst nicht mehr dran hier, dass man kommt. Aber da sehen Sie es, da drückt er sich mal nach unten und drückt hier mal richtig auf die Tube und ist jetzt so an einem Punkt, wo er Dynamik aufgebaut hat, wo man wirklich mal Interesse kriegen könnte, hier auch langfristig vielleicht mal einen Short reinzulegen. Ja, aber was macht auch hier der Markt wieder? Er läuft wieder zurück. Und das ist mir ganz wichtig, dass das auch in den Kopf reingeht. Ich spule jetzt mal ein bisschen, dass wir das einfach ein bisschen auch beschleunigen können. Es ist halt wichtig, dass man versteht, dass auch insbesondere unser DAX nicht 2000 Punkte am Stück fällt. Ja, deswegen sollte man Trades, ich sehe das immer wieder von vielen, die sagen, die wollen liegen lassen bis da und da und da. Der Markt macht so oft in der Zeit, wo diese Bewegung kommt, ja, also wenn man von hier bis hier handeln will, ein Stück, das haltend, auf Basis von mehr als 400 oder 500 Punkten, dann kann das Monate im DAX dauern. Was wird da viel besser passen, wenn ich eben diese ganzen Rücksätze in der Zwischenzeit, bis ich irgendwann da unten bin, einfach mal immer Gewinne mitnehme? Die Position vielleicht nochmal aufbauen, nochmal Gewinne mitnehmen. Nochmal aufbauen, nochmal Gewinne mitnehmen. Ja, das ist so ein bisschen das Grundprinzip, was ich hier jetzt einfach mal zeigen will. Weil das ist ein Crash. Das ist nachweislich eine Crash-Bewegung gewesen. Ja, es fliegt uns sogar hier mal kurz aus dem Fenster, aber Sie sehen auch hier immer wieder extrem starke Rückläufe über mehrere Tage. Über mehrere Tage. Das heißt, selbst wenn man jetzt davon ausgehen sollte, dass unser DAX die nächste Zeit abkippt, muss man hier tatsächlich sagen, sowas. So eine schöne Trenddynamik, das sind die einzigsten 7 Tage in dem ganzen Crash von 2000 bis 2003, die wir hier sehen. Ja, wir können jetzt hier noch ein bisschen vorspulen. Sowas kommt in dem Ausmaße nicht mehr, ne, weil immer wieder richtig, richtig, richtig deutlich zurückläuft. Ja, und deswegen machen wir es so, auch im Dienst, dass wir eher versuchen, kleine Brötchen zu backen, kleine Stückchen mitzunehmen, immer diese kleinen Teiltrendbewegungen mitzunehmen, um hier eben nicht überverhältnismäßig uns einfach zu verbrennen, ja, die Motivation zu verbrennen. Und nur mal so, wir haben jetzt übrigens einen Verlust von fast 50% im DAX. Hat man so nicht gesehen. Durch dieses ganze Hochgerenne, immer wieder. Ne, das heißt, ich gehe schon davon aus, dass unser DAX, wenn man mal so das aktuelle Bild anguckt, da durchaus angeschlagen ist, aber ich würde niemandem empfehlen, da großartig aktiv zu werden. Gut. Das dann von der Seite, von daher, also das war mir nochmal wichtig, um diesen Ansatz eben zu untermalen, wie man den DAX grundsätzlich halt gefangen bekommt, wie man ihn gebändigt bekommt.
Ja, indem man ihn nicht erwürgt, indem man nicht zu übereifrig ist, sondern versucht, sich die kleinen Bröckchen aus den Rückläufen rauszulaufen. Diese kleinen, wichtigen Marken, die man eben zum Beispiel aus unseren Analysen rauskriegt oder mit unseren Ansätzen. Ja, damit wäre ich dann soweit auch zum Ende. Und bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Vielleicht liest oder sieht man ja den einen oder anderen mal noch. Wie gesagt, ich denke, wir haben gezeigt, wo man uns findet. Wir haben jetzt diese Veranstaltung bei den IB Days erstmal genutzt, um uns mehr oder weniger vorzustellen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir das über die nächsten Jahre auch noch etwas intensivieren und dann auch noch in das ein oder andere Detail mehr reingehen. Ja, und dann würde ich mich vielleicht auf den ein oder anderen Kontakt freuen. Wie gesagt, Sie können uns auch anmailen, Facebook schreiben, wie auch immer. Wir sind erreichbar und reagieren in der Regel auch auf Anfragen. Gut, ja, vielen Dank fürs Zuschauen.